TV. Heute wirklich, das sage ich nicht jedes Mal, ein besonderer Gast. Ihr kennt seinen Geist schon, aber seine Akustik ist noch zu wenig bekannt. Und das tun wir heute noch ein bisschen verstärken, nämlich deine Stimme. Die Stimme von Stefan Milius, die pointierteste vielleicht. Sicher eine sehr pointierte Stimme aus dem Widerstand, die sich mir stellt als Nationalratskandidat und Buchautor. Hoi Stefan. Hoi Dani. Hast du noch einen Erotikfilter oder etwas, wenn ich schon akustisch überzeugen soll? Wollen wir über Porno reden? Über große Schwarze? Über den neuen Porno nicht geschrieben. Genau. Mach lieber zuerst eine Werbung für das Buch, solange du noch nicht wegklickt hast, wird zu viel reden. Fast Food für Afrika, das neue herzige Büchli. Ich habe es mit einer Signatur bekommen. Bestellen kann man es auf Kultur mit QU, kultur.ch. Kultur.ch, das ist dein Eigenverlag? Oder was? Nein, das ist ein junger Verleger aus dem Bündnerland. Ja, schöner Name. Ich habe mal kultur.com besessen, aber das ist leider lang her. Kunst.ch habe ich auch besessen, mit Q. Hey. Aber ich habe nichts verkauft, gemacht. Oder nicht? Nein, ich habe einfach nicht mehr verlängert. Ich habe es vergessen. Okay. Ja, ich bin dumm gelaufen. Genau. Erzähl doch mal, wieso willst du Fast Food auf Afrika schicken? Das war ursprünglich ein Drehbuch, das habe ich vor 10 Jahren geschrieben und wollte das verfilmen. Ich hatte schon ein Traumduo mit 2 Schweizer Schauspielern, die da mitgespielt hätten. Ich habe es dann aber bei der Produktionsfirma nicht durchgebracht, weil in dem Film ein übergewichtiges, weisses Teenager-Mädchen schwarz angemalt wird, ein Knochen in die Haare und Kokosnussbrüste. Und das haben die als Blackfacing angeschaut und gefunden, das ist furchtbar unkorrekt. Und jetzt habe ich endlich mal einfach einen Roman daraus gemacht, dass die Geschichte mal draußen ist. Und habe immer noch die Hoffnung, dass es mal einen Film gibt irgendwann. Ja, genau. Ich will mich zur Verfügung stellen, ich bin auch Indianerin, ich definiere mich als Frau. Das sollte lange, um mich schwarz anmalen, um da mitspielen. Aber wahrscheinlich fehlt mir der erotische Faktor, der, glaube ich, so wichtig ist. Ja, den haben wir ja schon mit dem übergewichtigen weißen Mädchen, der schwarz angemalt wird. Also, ich meine, ich sage das übergewichtige weiße Mädchen. Nein. Also, das geht nicht. Nein, Indianer funktionieren nicht in dieser Story, sorry. Nein. Okay, aber wenn ich mich als übergewichtiges weißes Mädchen definiere, das sich schwarz anmalt, lange das nicht. Du bist noch oldschool. Du kannst dich definieren, als was du willst, aber meine Zuschauer würden es noch nicht so abnehmen. Irgendwie. Mit Bildern funktioniert es einfach die ganze Identifikationsgeschichte irgendwie nicht. Du bist noch voll so Vintage, wo Männer noch einen Penis haben und so und Frauen nicht. Absolut, bis auf, ich weiß nicht, 0,001% medizinische Probleme oder so, aber selbstverständlich, ja. Das heisst eigentlich, bist du in dem Fall ein antisemitischer Bassist? Ich bin einfach ein alter weißer Mann, ja. Alter weißer Mann, genau. Willkommen im Club. Genau. Du, dann nimmt mich sehr wunder, du bist bei Aufrecht St. Gallen, bist du am Kandidieren für Nationalrat, ist das richtig? Ich muss mal schauen, dass ich da nicht einschlafe. Ich liege halb in dem Ding und ich komme mit den Füßen nicht einmal runter. Also wenn ich wegschnarche, dann... Du hast da Fernbedienung, kannst du mir sie geben, dann kann ich den Vibrator einschalten. Nein, es ist furchtbar bequem, ich sage nur, falls ich weg nicht. Ja, das ist richtig, ich kandidiere für den Nationalrat, für Aufrecht im Kanton St. Gallen, genau. Genau, und wie viele Sitze hat St. Gallen? 15, 16 oder 17? 12. 12. Das heisst, die Hürde ist viel, viel höher als zum Beispiel in Zürich. Also die Arithmetik ist ja kompliziert, die ganze Wahlberechnung ist furchtbar kompliziert, aber grosso modo kannst du Zürich schon irgendwie mit 3% ins Parlament kommen und St. Gallen brauchst du irgendwie also, um die 8, jetzt, wenn man es ganz vereinfacht ausdrückt. Dort schafft es eigentlich jeder Double in Zürich, oder? Gell? Das hast jetzt du gesagt. Nein, ist doch immer noch schwierig. Auch 3% ist schwierig, aber 8 ist natürlich schon. Darf man sagen, ohne, ich bin mit Barbara Müller schon im Gespräch, sie braucht 16% und sie lässt sich nicht im Pessimismus reinreden, aber schon 8% ist ja unglaublich schwierig, oder? Aus dem Stand raus, ohne vorne ein politisches Amt zu haben, das wäre ein sensationeller Erfolg, wenn es klappt, oder? Ja, absolut. Also ich sage immer, auch Andorra, wenn sie an den Fußball-WM kommen, die müssen ja sich einfach zum Ziel setzen, zum Weltmeister werden, sonst müssen sie ja gar nicht gehen, auch wenn es unmöglich ist. Und darum sage ich mir natürlich auch, wir wollen den Sitz, aber realistisch betrachtet ist es eine extrem hohe Hürde für eine kleine, junge Bewegung. Hat sicher ganz eine eigene Dynamik, die Wahlen mit den massnahmenkritischen Kreisen, die jetzt erstmal kommen, das ist recht schwer vorauszusagen, aber die Hürde ist riesig, ja klar. Also du bist quasi das Andorra von der Schweizer Politik. Ja, ich vielleicht nicht persönlich. Ich bin auf dieser Liste, weil ich gefunden habe, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die Massnahmenkritikerliste, wenn man immer noch auf Corona zurückreferenziert,
wenn die wirklich grausam abschiffen. Das gibt den anderen wieder eine Legitimation, zum sagen, gesehen, man will euch ja gar nicht. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen die Reichweite und publizistische Arbeit kann nutzen kann, um dieser Liste zu helfen, ein anständiges Resultat oder allbekannte Achtungserfolg zumindest zu erzielen. Ja. Und du bist zuoberst auf der Liste? Ich bin zuoberst auf der Liste, wenn sechs Kandidaten, bin einfach zweimal zuoberst auf der Liste, genau. Und der Ständerat, das lohnt sich gar nicht. Es gibt ja Kantone, wo Ständerat noch kandidiert. Marco Riemer macht das, aber das bringt sie, glaube ich, voll nicht, oder? Der Patrick Hetzer macht das für Aufrecht. Das habe ich für Ständerat? Ja. Ist er im Kanton St. Gallen jetzt? Das er ist im Kanton St. Gallen wohnhaft seit einigen Monaten und kandidiert für den Nationalrat und für den Ständerat, genau. Ah, er hat ja Housewarming-Party gehabt, irgendwo, genau. Max, ist an mir vorbei. Noch nicht lange her. Ja, aber stimmt, jetzt kommt es mir in den Sinn. Gut, aber eben Ständerat ist ja noch viel aussichtsloser, oder? Wenn man, also, das wird wirklich, ich würde sagen, seit dem Ewernein die größte Sensation. Nein, Ständerat, jetzt, das ist in den meisten Kantonen so, aber zum Gallen weiss ich es verlässlich. Im ersten Wahlgang kandidieren auch Mickey Maus und Globi, weil da kannst du einfach mal ins Feld hineinhüpfen. Es dient die Liste populärer und bekannter zu machen für die Nationalratswahlen. Und dann gibt es in der Regel einen zweiten Wahlgang und dann kommen dann nur noch die, die es irgendwie ernsthafter versuchen. Wobei man betonen, dass man den Patrick jetzt so nicht mit Mickey Maus und Globi in die Reihe stellen, weil er hat nicht Freude, wenn Leute kandidieren, die irgendwie sich humoristisch erfahren. Selbstverständlich habe ich nicht ihn gemeint, aber es ist ganz lustig, die FDP zum Beispiel und glaube auch die SP schicken sogenannte Perspektivkandidaten. Das sind ganz junge Leute, die man nicht so kennt, die es aber aufbauen für später. Und die erklären schon von Anfang an, das sind Perspektivkandidaten. Auf gut Deutsch gesagt, keine Chance, aber wir wollen, dass sie den Namen schon mal gesehen haben. Aber die tun das schon mal ausweisen von Anfang an. Ich meine eher die bei Mickey Maus und Globi und sicher nicht der Patrick Hetzer. Und der Patrick Hetzer ist also ein Perspektivkandidat? Es muss uns einfach helfen. Also technisch gesehen müsste es eigentlich so laufen, dass er zum Beispiel Zugang bekommt zu Wahlbodien von Medien etc. Weil die Nationalrat können immer ein schleifen und sagen, ja, wir können ja nicht jede Exotenliste, die noch nie kandidiert hat, dann auch aufs Podium nehmen, das wäre viel zu viel. Beim Ständerat muss ich sagen, wenn es 6, 7, 8 Leute sind, würde ich dann die Entschuldigung schon sehen, wieso es ihn medial ausblendet. Dann hat es einen PR-Nutzen. Das ist das. Aber hat es Sinn gemacht, das zu verbinden, dass du beides machst? Weil PR allein nützt dir nichts, wenn du eh nicht gewählt wirst. Aber wenn du als Ständerat antreten willst, kommst du auf die Podien und wirst nachher vielleicht als Nationalrat eher gewählt. Habt ihr euch das nicht überlegt? Das wäre, dass beides macht. Dass du. Dass man darf ja beides. Also hast du es gar nicht. Also, weißt, man ja nein, er macht ja beides. Er ist auf der Nationalratsliste. Von Rang 2, oder wie? Genau, genau. Aber über das 2 hat er eh keine Wahlchance. Die Listenplatzierungen sind nicht einmal so relevant. Der Roger Köppel ist, glaube ich, von «Behaft mich nicht» Platz 17 auf der SVP-Liste im 15. gewählt worden. Und hat das beste Resultat. Und das beste Resultat in der ganzen Schweiz. Es ist schon so, es gibt Leute, die vielleicht vorne her streichen und dann auffüllen. Ah. Aber wenn du einen gewissen Namen hast oder so, spielt eben die Rangierung gar nicht so eine Rolle, wie mir mal irgendein Politologe lang und breit erklärt. Ja. Okay, ich muss sagen, ganz durchschaut habe ich immer noch nicht da den Listenverbindungen in Zürich. Müssen wir 2,7% haben, dank der Listenverbindung mit der EDU lange jetzt am Rimoldi haben 1,7%. Und wenn man auf die 1,7% kommt, ich habe keine Ahnung, wie man das berechnet. Was gibt es doppelte Puckelsheim und ich weiß nicht, was alles so für Wahlberechnungsarithmetiker gibt, Zahlen sind mir auch vor allem. Grundsätzlich sind Listenverbindungen da zum allfälligen Restmandat, wo quasi, wenn es nicht für ein volles langt, kein noch ein paar plumpige Restmandate umeinander, die dann eben in so einer Listenverbindung eher abgerast werden können. Man weiß aber nicht genau, wer die dann kassiert. Es muss nicht unbedingt zwingend die grössere Partei sein, je nachdem, wie die Verteilung ist von der Stimme. Darum ist das immer ein Glücksspiel und darum finde ich die Listenverbindung grundsätzlich etwas sehr Intransparentes. Und Massvoll tritt in St. Gallen, glaube ich, nicht an, oder? Mal, die haben eine Liste, glaube ich, mit 3 Kandidaten, glaube ich. Ah, doch auch. Die doppelt aufgeführt sind, ja. Haben eine Listenverbindung? Nein. Auch nicht? Nein. Nicht wollen? Das ist ein schwieriges Thema. Ausführlich die Wirtschaft. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Mass verlatert hat in St. Gallen. Mold, relativ last minute ist dort nur eine Liste gekommen. Und das ist intern besprochen worden. Wir haben eine Listenverbindung mit der Partei Freie und mit den lustigen Leuten der Schweizer Demokraten. Und mit Massvoll hat man das in der Aufrechtreihe nicht gewünscht.
ich bin einfach zu wenig dabei gewesen bei dem ganzen Aufbau von diesen Bewegungen, bei diesen Scharmützeln, bei diesen Leuten, bei diesen Führungsfiguren, die da aufeinander prallt sind, bei den atmosphärischen Störungen. Das kann man ja auf Facebook folgen. Da gibt es oft ein paar Leute, die es vielleicht nicht so gut miteinander können oder wo es einfach eben atmosphärisch nicht so stimmt. Und da hat man einfach gefunden, da hat man jetzt keinen gemeinsamen Weg und ich habe mich da nie gross eingemischt. Genau, es gibt so eine Art Widerstandstelenovela, oder? Genau, genau. Und die Seifenoper, wo es mehr um persönliche Befindlichkeiten geht als um den Inhalt. Und da muss man jetzt aber sagen, darf man so offen sagen, wenn ihr 4-5% erreichen würdet, wäre das auch schon sensationell, oder? Was wäre für dich eine Niederlage? Wo soll man sagen, shit, voll abgeschifft. 2%, 1%. Das ist jetzt so gefährlich, ich werde dann nachher dem gemessen. Also, genau, das ist das Problem, wenn man Politiker ist. Man wird, ich fange an mit diesen 5%, die wären wirklich sensationell, weil dann bist du schon näher an den Gefilden von kleinen Parteien, die im Parlament ja vertreten sind. Alles unter 2% fände ich nicht so schön. Mhm. Also 1,7%, das tönt so nach, es sind nur ein paar Besoffene auch an den Wahlurnen vorbeigelaufen und haben sie eingerührt. Also es ist irgendwie nicht so eine fassbare Grösse. Also ich glaube 3%, 4%, das ist alles eigentlich schon sehr gut für so eine kleine junge Kraft. 5% wäre dann Champagneröffnungsstatus. Also du bist auch deine vor der Long Game. Also du, wenn jetzt da nicht gewählt wirst, du wirst weitermachen? Nein, ich bin überhaupt nicht deine für das Long Game. Ich werde da nicht... Oh, das ist jetzt gerade eine Premiere, dass ich das sage. Ich werde dann nicht für einen Kantonsrat nachher kandidieren. Das ist ja dann gerade im nächsten Frühling. Viel kandidieren für den Nationalrat, um ein bisschen auf Plakate und so weiter. Und nachher gehen sie in die Kantonsratswahlen. In der Hoffnung, dass sie dann reinkommen. Mich interessiert das überhaupt nicht. Ich kandidiere erstens als Signal eben für die Bewegung quasi und um den Listen zu helfen. Selbstverständlich würde ich gerne einen Sitz gewinnen für die Liste, aber es müsste um Gottes Willen nicht wirklich unbedingt ich sein. Also es wäre mir lieber, wenn es einer der anderen fünf ist. Ehrlich gesagt. Und da kokettiere ich nicht. Ja. Aber es ist immer ein bisschen Eiertanz, wenn die denken, die Leute kandidiert den Double für den Nationalrat und erklärt jetzt im Strick, er will gar nicht Nationalrat sein. Wenn es dann wäre, wundersamerweise, dann würde ich natürlich schon ins Zeug liegen und alles tun und krüppeln dafür und meine Versprechungen einhalten. Aber zeugen tut es mir nicht 12 Wochen pro Jahr auf Bern in die Schlaftruppe. Wirklich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Genau, da teilst du ein bisschen mit dem Rimoldi, der ähnlich sagt, oder? Früher war es quasi eine Last, zum gewählt zu werden. Aber er will, glaube ich, schon ein bisschen noch mehr als ich. Wie? Er möchte, glaube ich, schon ein bisschen mehr als ich. Genau, aber er sagt, er will gar nicht. Ja. Schon? Ja, darum habe ich auch gesagt, ich will lieber Petra Buri wählen von Aufrecht. Weil die will wenigstens, oder? Aber, okay. Aber er sagt, er will das nicht, er will es nur für die Sache. Eben, das ist das ewige Ding, das ich ihm einfach nicht abnehme. Aber ich kann nicht in seinen Kopf hineinschauen. Dann nimmst du es mir jetzt auch nicht abnehmen, ja. Also ich... Du hast es anders formuliert. Du hast gesagt, wenn ich es schaffen würde, dann würde ich mich ins Zeug hineinlegen und du wirst dich sicher über den Wahlsieg auch freuen, oder? Also, das ist ja eben, wenn ich mir vorstelle, wie mein Leben dann anders aussehen würde, mit da und dort hocken und so weiter, brauche ich eigentlich gar nicht. Aber freuen würde ich mich in dem Sinn, dass ich, wie ich es auch schon angekündigt habe, also in meinem Wahlprogramm, und so, ich könnte halt dann lästig tun dort. Und ich könnte wirklich konsequent alles anders machen, als man sich gewöhnt ist. So ein bisschen der Hofnarrenstatus. Das wäre jetzt nur eine Rolle, die ich dann gerne würde spielen. Aber es hätte eben alles auch seinen Preis, ja. Genau, die Zuschauer haben mir gesagt, ich sage den Kieselstein im Schuh der Mächtigen. Das stimmt in dem Sinne nicht. Aber wenn du wirklich das Parlament schaffen würdest, dann wärst du wirklich der Kieselstein im Schuh. Nein, ich wäre der Legostein vor den nackten Füßen vom Bundesrat. Genau. Tut noch viel mehr weh. Ja, das hast du Kind, dass du das weißt? Ich habe Kinder, ja, aber die sind schon eine Weile nicht mehr im Lego-Alter. Aber du bist barfuß über Lego gelaufen. Ich mag mich auf jeden Fall nicht mehr erinnern. Es hat mich auf jeden Fall nicht nachhaltig traumatisiert. Aber man sagt, dass ich so fast einen Geburtsschmerz schon fast. Aber ja. Jetzt hassen mich alle Frauen, wenn ich das behaupte. Aber es muss schlimm sein. Amputationsschmerz. Ja, also ja. Ich habe es erlebt als Kind, wie ich über meine eigenen Legos in den Schubladen bin. Es hat wirklich jedes Mal wehtun. Und dort bin ich ein leichter als heute. Also es ist sicher sehr schmerzhaft. Es muss schmerzhaft sein. Vielleicht müssen wir Soft-Lego entwickeln. Das ist noch eine Marktlücke. Ich glaube, da gibt es im Fall. Das gibt's. Sie sind ein bisschen grösser und so, also für kleinere Kinder. Weißt du, so. Ja, aber es ist auch hart, oder? Das tut einfach noch mehr weh. Ja, das ist wahrscheinlich irgendein Hartblas, aber es geht, also, glaube ich, immer. Wenn du nicht in den Nationalrat schaffst, können wir darüber reden, dass wir eine Soft-Lego-Company starten. Ich bin für alles offen, ja, unbedingt, klar. Eben, Politik ist seinte als Politiker im Parteiwesen und so, aber du bist eine Art politisch aktiv gewesen, vor allem durch Schreiben, oder? Und das ist eine Art, wo deine Leidenschaft auch grösser ist, als jetzt politisch wirklich in einem Parlament
ziehen? Oder? Ja, wahrscheinlich ist es unterm Strich sogar auch noch effektiver, wenn wir ehrlich sind. Oder? Weil ich komme jetzt auch auf die Kandidatur hier auch viel Zuschrift über von Leuten, die sich freuen, aber sagen, ich kann die nicht wählen, weil ich wohne ja gar nicht im Kanton St. Gallen. Also schreiben jetzt gerade für die Weltwoche zum Beispiel ist ja schweizweit quasi die Stimme und jetzt da die ganze Geschichte spielt sich St. Gallen ab. Ich würde aber weiterschreiben, wenn man weiss, wie der Nationalrat funktioniert, dann weiss man auch, ich hätte wahrscheinlich nie so viel Zeit zu schreiben, wie wenn ich gewählt würde, weil die Geschichten sind ja alle schon abgefeiert, wenn du im Parlament hockst. Du hast im Nationalrat gar nicht mehr die Möglichkeit zu spontanen Anträgen. Die Rednerlisten sind vorher eingegeben worden. Du kannst eigentlich nur noch ablassen, was du eh weisst, was jeder von diesen Gelöhnten vorne sagt. Und dann, da siehst du bei Roger Köppel, der hackt dann wahrscheinlich seine Editorials oder was auch immer, hackt er im Computer im Parlament. Und ich verstehe es. Wieso soll ich mir jetzt noch ablassen, wenn der Sedik Wermuth das Parteiprogramm abbettet? Dann kann ich wirklich auch gerade schreiben. Hat nicht mit Respektlosigkeit zu tun, sondern nur mit effizienter Zeitnutzung quasi. Mhm. Ja, effizient Zeitnutzung. Ich komme gerne, kannst du mir auch schon ein Update bringen? Ich weiß nicht, ob andere besser informiert sind als ich, aber du schaffst für die Weltwoche und auch für den Nebelspalter. Oder hast du mal? Ich habe im Nebelspalter habe immer noch eine wöchentliche Medienkolumne. Da wird jetzt eine Kadenz erhöht, dort werde ich wieder mehr präsent sein. Die Weltwoche ist der Hauptteil. Dann arbeite ich für ein deutsches Online-Medium, das heisst Corrigenda. Die haben mich mal angefragt, das ist ganz lustig. Die sind, glaube ich, entstanden eigentlich aus einem Verein von Abtreibungsgegnern. Und ich habe grundsätzlich mit denen überhaupt nichts am Hut. Also ich bin nicht in dieser Szene aktiv, aber die haben ein Portal geschaffen, wo eben auch unbequeme Stimmen einfach Platz gibt. Also die Leute, die sonst nie können, schreiben können, mal ein bisschen andere Perspektive etc. Und dann bin ich auch für den deutschen Radiosender Kontrafunk tätig, der Ausgleichssystem hat. Also quasi Journalismus, wie er früher noch war. Wir lassen grundsätzlich jeder reden, wenn er etwas zu sagen hat, auch wenn uns die Nase nicht passt oder das Parteibuch. Mhm. Für die mache ich auch noch Sachen und dann habe ich meinen privaten Blog und da ist dann so etwa die Woche, wenn ich nicht gerade bei dir sitze. Ja. Sprichst du etwas Spannendes an, oder? Das heisst ja, auch im Vorfeld, wo ich die junge Tat gestern von mir interviewt habe, man sollte ihr keine Plattform geben. Und das ist ja ein komisches Missverständnis. Ich habe immer gemeint, die Aufgabe von einem Journalist ist nicht, jemandem eine Plattform zu verwehren, sondern eigentlich allen eine Plattform geben, die auf dem Marktplatz für die Ideen irgendwie gehört werden. Und zeigt das eben nur auf Social Media, aber wenn die 7000 Abonnenten haben auf ihrem Kanal und in den Massenmedien stattfindet, wenn über sie geredet wird, wieso sie haben nicht können mit ihnen reden? Siehst du das ähnlich? Oder hättest du gesagt, grusig, mit denen hätte ich nicht reden sollen? Ich habe vorher reingekommen, habe ich noch dein Gespräch mit Andy Glarner geschaut, den ich übrigens sehr, sehr schätze und auch immer einen regen Austausch habe. Das ist noch recht lustig, der Mann ist ja jetzt wirklich ein Mann der offenen Worte. Aber er hat ein bisschen bei dieser Frage herumgeiert, wo du ihn gefragt hast, ja, würdest du diese Plattform bieten? Hat wahrscheinlich auch mit seiner exponierten Lage als Nationalrat zu tun. Aber er hat ja sinngemäß gesagt, ja, wenn das jetzt so wirklich so Leute mit so neonazistischen Tendenzen sind, so sollte man eine Kabine geben. Ich glaube, man macht es sich kompliziert, wenn man so probiert, so Kategorien zu bilden. Für mich wäre entscheidend, ist das Strafgesetzbuch würdig, was die rauslösen oder nicht? Also wenn das, was sie vertreten, gegen die Verfassung ist, wobei ja, die Verfassung ist auch relativ, aber solange das, was sie sagen, legal ist, sollen die selbstverständlich befragt werden und können reden. Ich habe das übrigens auch bei Niklas Rimoldi gedacht, wo die ganze Geschichte mit seinem Treffen zu ihm mit dem Martin Sellner aufgekommen ist. Ich habe mit Martin Sellner ja in aller Offenheit auch schon Kontakt gehabt als Journalist. Also ich habe ihm auch schon geschrieben, dem Chef der Identitären zu Österreich, und gefunden, wenn ich mal zu ihm bin, würde ich gerne ein Interview führen, weil es mich um Gottes Willen einfach Wunder nimmt, was treibt denn an, was steckt dahinter. Und die ganze Tendenz zu sagen, nein, grundsätzlich ist das grusig, also reden wir nicht mit ihm, das ist natürlich, das kannst du als Privater machen, aber nicht als Journalist. Ich bin mal zu ihm gewesen, aber hat der Termin nicht gepasst, aber ich würde das sofort machen. Und wie du jetzt im Gespräch mit Mandy Glarner richtig gesagt hast, ich muss doch meinen Hörern oder Lesern zutrauen, dass die das können einordnen, was der Mann denn sagt. Ich verbrüder mich ja nicht mit ihm, sondern ich frage ihn. Und die sollen das dann beurteilen, das ist doch nicht an mir. Und wenn wir schon den Filter spielen und sagen, der darf zwar kommen, der nicht, dann ist der Leser schlicht und einfach nicht vollständig informiert. Genau, ich habe es auch gesagt, das ist genau ein Eingriff in die Demokratie. Wenn man, der Meinungsbildungsprozess ist ein Teil vom Wahlprozess, wenn man den Meinungsbildungsprozess tut, in dem Sinn steuern, dass man bei gewissen Leuten nur darüber reden, statt mit ihnen reden. Ich meine, zum Beispiel die junge Tat, ich habe jetzt wirklich nicht gewusst, sind das so Hardcore-Nazis, sind das, oder sind die gewaltbereit oder was ich weiß. Klar, dass nicht im Interview würden zeigen, dass sie gewaltbereit sind. Das war auch naheliegend gewesen. Aber wenn man mit ihnen redet und in die Augen schaut, kann jeder selber sich eine Meinung bilden und sie sind offenbar sehr rechts. Ich würde auch sagen, sie sind extrem rechts,
Das ist so die Vorstufe von rechtsextrem, sind sehr, sehr konservativ. Nicht mal Pornografie findet es lässig. Okay, dort hat es eine Grenze irgendwo. Genau, dort hört es auf. Nein, aber ich habe jetzt auch gefunden, dass, übrigens, da kann ich ganz schön vorlesen, es hat einen sehr guten Post gemacht, eine Kommentierung vom Ganzen. Normalerweise macht das nicht im Interview, aber wenn gerade so schön spontan da dabei sind, dann habe ich wirklich grossartig gefunden, der geschrieben hat, nein, das ist nicht der Post. Einer hat geschrieben, dass es doch gut sei, dass wir denen können zulassen. So hat man gesehen, eben, dass ihre Ideen nicht wahnsinnig gut sind. Und wenn man einfach nur über sie liest, dann hätte man nichts gewusst. Aber bei einem anderen hat etwas Schönes geschrieben. Ich sage es gerne nochmal: Nicht die Araber, Afrikaner und die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien haben uns die Corona-Scheiße eingebracht, sondern die strohdummen, denkfaulen, obrigkeitshörigen Scheiß-Bünzli-Schweizer haben skandalös abgestimmt, diffamiert, denunziert und tun es weiter. Da ist der Punkt, ja. Da ist ein Punkt. Und da ist auch der Fokus von meiner Arbeit und von deiner wahrscheinlich auch. Aber eben mit deinen Reden, ja. Ich habe immer gesagt, ich würde mit einem Kinderschänder reden. Ich könnte im Gefängnis einen Kinderschänder besuchen. Oder Schweizer Fernsehen interviewt Taliban. Oder einen Barack Obama, nachgewiesenermassen einen Massenmörder, der Amerikaner mit Drohnen tötet, unter anderem. Oder? Wenn ich den interviewen würde, wäre ich ein Star von der Schweiz. Aber wenn ich jemanden interviewe vor ein paar Jahren, einfach eine Straftat begangen hätte, nicht gewalttätige, Verstoß gegen die Rassismusnorm, dann bin ich der grösste Grüssel von allen. Und so, dass die Logik geht mir für den Kind rein. Ja, und vor allem, weißt, die Kette geht noch weiter. Dann definierst du mal mit den Identitären von Martin Sellner, redest du nicht, weil das ist grusig. Und er vertritt ja die Philosophie von der Remigration von Leuten quasi wieder zurückführen etc. Und dann tust du ihn mal ausblenden und dann kommt der Nächste, der sagt, ich finde, wir haben zu viel Zuwanderung. Und dann heisst es, du bist ein, und dann wirst du schon zu denen geschlagen, also dann tut man dich schon mal promoten zum identitären Club. Und der Nächste sagt vielleicht, wir werden langsam wirklich ein grosses Land, es kommen ein bisschen die Falschen, dann bist du auch in dem Club und dich kannst immer gegeben, kannst immer weiter ausblenden. Und selbst bist du einfach, wenn du sagst, können wir bitte über die Migration miteinander reden kritisch, bist du jetzt mal auch in dem Club und eben auch einfach ausgestoßen. Also es betrifft nicht nur die extreme Verfechter von diesen Themen, sonst geht dann gegen eben, das ist einfach nicht mehr mein Thema, das du ansprechen. Das Problem ist auch, bin ich gespannt, ob du die Meinung teilst, dass die Rassismusstrafnorm sind jetzt die wirklichen Extremisten gezwungen, verklausuliert zu reden. Und so, wenn jetzt die jungen Taten jetzt wirklich Nazis wären, würden sie trotzdem mehr oder weniger so reden wie Andreas Glarner. Bei Andreas Glarner glaube ich, dass er genau das glaubt, was er sagt. Aber wenn du jetzt wirklich ein Nazi wärst, dann kannst du nicht viel anders sagen als Andreas Glarner, ohne dass du dich straffällig machen würdest. Und da kannst du als neutraler Zuschauer musst einfach Rätsel raten. Meint er jetzt, was er sagt, oder meint er eigentlich etwas viel Schlimmeres? Aber er kann es nicht aussprechen, weil er es strafbar macht. Das ist auch eine Einschränkung von der Redefreiheit, dass man Vollidioten viel schwieriger kann aussiebeln kann, weil man gar nicht weiss, was er wirklich denkt, weil er es nicht darf sagen. Ja, die ganze Stigmatisierung löst eben wirklich überhaupt nicht. Du tust die Leute quasi eben in den Untergrund quasi zwingen, wo sie genau gleich weiter brodeln. Du zwingst es eben zum Beispiel, sich anders zu geben, als sie wirklich sind. Das bringt überhaupt nichts. Ich habe das nie verstanden, aber ja, ich finde es mutig, dass sie immer das Gespräch dann noch schauen. Bin gespannt drauf. Ich nehme nicht an, dass ich wahnsinnig deckungsgleich mit diesen Leuten bin, aber ich finde, sie sollen das Recht haben zu sagen, was sie finden. Und möglicherweise sprechen sie ja real existierende Probleme an. Sie haben vielleicht nicht die richtigen, oder aus meiner Sicht die richtigen Rezepte, das mag sein. Aber die Themen, die sie ansprechen, das ist eben wieder genau wie bei den identitären Österreich. Ich wohne ja 5 Minuten von der österreichischen Grenze, verfolge die Politik dort sehr. Und die haben ein massives Problem. Also die haben in Wien, in gewissen Stadtteilen wirklich die Gangbildung, die haben eine Inflation, wo du verzweifelst, aber jeder Flüchtling, der kommt, kommt 500 Euro Klimabonus über und so Späss. Das sind real existierende Probleme, die ins Leben von der Menschen eingreifen. Und über das sollst du reden. Und wenn es nicht mit dem Martin Sellner ist, dann mit jemand anderem. Aber das Thema einfach ausblenden, das geht einfach gar nicht. Klimabonus? Ist das ein Witz? Ja, die haben irgendwie... weil die Energiepreise schiessen in die Höhe, die Lebensmittelpreise, die Inflation grassiert und irgendwie hat es, frage mich nicht Details, aber es hat so einen einmaligen Zuschuss gegeben an jeden Haushalt von 500 Euro irgendwie, was überhaupt nicht nützt, weil die Energiepreise zum Teil 200-400% gestiegen sind bei Geringverdienern zu Österreich. Und den kommst du eben auch über, wenn du jetzt einfach in das Land hineingeschaltet bist als Flüchtling und dann wird es dann eben irgendwann grotesk.
Ja, eben, also man kann sagen, als kleiner Spoiler, ich finde, was der junge Tag gesagt hat, ist etwas Gleiches wie Olivier Chanson. Einfach ein bisschen weniger elaboriert. Das war ein paar Tage vorne bei mir, ein SVPler, der auf alles gute Antworten hatte. Die anderen sind aber auch noch jünger, 20 und 22. Und man hat schon den Verdacht, dass sie nicht alles gesagt haben, was sie wollen sagen. Das ist jetzt so meine Unterstellung. Aber eben, ich kann auch nicht in den Kopf hineinschauen und wissen, was sie wirklich denken. Aber sie sind sicher rechts von der SVP aus meiner Sicht. Und das ist für viele natürlich bereits schon ein Tabu. Aber ich finde, sie sind immer noch... Ich habe sie nicht auf die öffentliche Bühne gehalten. Das hat ja Ringe gemacht. Und die Media, indem sie Bericht erstattet haben und behauptet haben, die junge Tat sei quasi fast ein zentraler Teil von der Corona-Massnahmen-Kritiker, wie sie an einer Demo vorweg marschiert sind. Und ich habe dann nur gefunden, wenn das schon so schlimme Leute sind, wenn wir sie interviewen. Und ich finde jetzt, ja... Am Schluss war es verhältnismäßig unspektakulär gewesen. Finde ich jetzt, obwohl sie gewisse Begriffe gebraucht haben, wie Bevölkerungsaustausch und was ich da auch, wenn ich auch so ein bisschen komisch fast enttäuscht, dass es nicht härter am Leder zu sagen haben, irgendwie. Es war das erste Interview gewesen, und ich ein Stück weit nervös gewesen. Also ja. Ich würde sagen, ich bin nervöser gewesen als vor dem Roger Köppel. Weil ich auch im Privatumfeld Leute hatte, die gesagt haben, dass wenn du die interviewst, dann kündige ich die Freundschaft. So ungefähr so, oder? Nicht die Richtung. Und ich habe mich dann entschlossen dafür, dass ich lieber einen guten Freund verliere, als mich selber verbeugen. Wenn ich einfach mit jemandem will reden, auch vor der Kamera, dann mache ich das einfach. Und ich finde, es ist relativ unspektakulär gewesen, wenn jetzt jemand aufgrund von dem die Freundschaft kündigt, dann kann man sich vorstellen. Weißt, du musst eben auch wissen, du erkennst Nazis eben heute nicht mehr an diesen Springerstiefeln und diesen Glatzen. Ich habe gestern einen Nazi getroffen in Zürich für ein Interview für die Weltwoche. Ein 62-jähriger Althippie mit grauen langen Haaren, Rostschwanz zu einem Buschbart, und der ist jetzt in Deutschland gerade vor ein paar Wochen als Hassverbrecher verurteilt worden, weil er nationalsozialistische Propaganda verbreitet hat. Und der sieht aus wie ein Althippie. Er hat natürlich, Spoiler, kein Nationalsozialismus. Willst du die Story hören? Ist ja, super. wenn du das der Weltwoche darfst, vorwegnehmen darfst. Darf ich, dass ich ihn getroffen habe. Das ist kein Geheimnis, ja schon auf Facebook tun, und das Porte kommt dann, glaube ich, nächste Woche, also nicht der Donnerstag, sondern Donnerstag in einer Woche. Das ist ein Amerikaner, ein Dramatiker, also schreibt oder hat vor allem Theaterstücke geschrieben, hat vor ein paar Jahren angefangen, politische Kommentare, politische Satire schreiben und wohnt seit 20 Jahren in Berlin. Und ist seit 3 Jahren auch, wie du und ich, im Ausnahmezustand, weil er sehr klar sagt, er ortet in dieser ganzen Entwicklung die berühmte Parallele zu vor 90 Jahren, was vorher passiert ist. Das sind die Vergleiche, die du nicht machen quasi zum Faschismus, was in den letzten Jahren passiert ist. Und er sagt natürlich richtigerweise, nein, wir haben keinen Holocaust gehabt in den letzten 3 Jahren, wir haben keine Vernichtung von einer bestimmten Religion, aber es hätte einen Weg gegeben bis zu dem Punkt. Und der Weg sieht er, wie ich übrigens auch, da sieht er sehr viele Parallelen zu den letzten 3 Jahren. Und er hat dann ein Buch geschrieben, «The Rise of the New Normal Reich», heisst das auf Englisch, wo so eine Sammlung ist von seinen Essays, wo er aufzeigt, wie in diesen 3 Jahren wirklich vorgespurt worden ist, in so einer Richtung, wie wir es eben schon mal erlebt haben im letzten Jahrhundert. Und auf dem Cover hat er eine Person mit einer Gesichtsmaske, und auf dieser Gesichtsmaske ist so stilisiert, fast nicht sichtbar, musst recht genau anschauen, ist ein Hakenkreuz. Und Deutschland hat ja recht strenge Regulierungen, was so die Symbolik angeht, dass der Hakenkreuz weitgehend verboten ist, aus zum Beispiel im künstlerischen Kontext oder in historischen Werken etc., wo du es einfach musst zeigen. Also die Netflix-Doku-Kategorie wäre ja halb leer, wenn es kein Hakenkreuz zeigen darf, wie es auch und Hitler-Dokus gibt. Und das Buch hat er geschrieben, das ist vor mir rausgekommen, und das kannst du frei kaufen. Da gibt es auch Bilder im Internet, auf Buchshops, in seinen sozialen Medien, andere Zeitungen darüber berichten, du findest das Bild, das ist nicht verboten. Und jetzt im Mai, glaube ich, hat der Karl Lauterbach, unser geliebter deutscher Gesundheitsminister, hat einen Tweet abgesetzt, wo er geschrieben hat, sinngemäß, die Maske ist nach wie vor ein wichtiges Symbol in der Gesellschaft. Ein Symbol? Ein wichtiges, er hat sogar noch zugegeben, dass es ein Symbol ist. Quasi. Hat so. Das ja, wirklich. So und der C.J. Hopkins, heisst der Dramatiker, hat einen wortlosen Kommentar gemacht. Er hat einfach das Cover von dem Buch gepostet, quasi, unten dran. Und ein paar Wochen später hat er einen Strafbefehl bekommen. Er muss 3.600 Euro zahlen oder 60 Tage ins Gefängnis, weil er nationalsozialistische Propaganda verbreitet hat, indem er ein Cover, wo ein Hakenkreuz drauf ist, gesehen ist. Und das ganze Buch, wo wir darüber reden, dreht sich nur darum, wie verhindern wir die nächste Diktatur, wie verhindern wir Totalitarismus. Er selbst ist ein alter Linker, wie er von sich sagt. Mhm. Und der hat jetzt laut einem deutschen Richter
nationalsozialistische Propaganda verbreitet. Da muss man sich mal vorstellen, man darf sich erinnern an die Zeit, aber nicht davor warnen, dass so eine Zeit wieder zurückkommen darf, sonst bist du ein Nazi, weil du vor Nazis warnst. Es ist abstrakt, es ist Propaganda halt. Oder? Ja, und lustig ist eben auch, dass das Bild wirklich schon seit einem Jahr kursiert hat, dass du das Buch wirklich auch gekauft hast. Ja, man hat das E-Book abgeladen, du kannst das problemlos bei Amazon, kannst du das posten. Aber erst, als er auf den Lauterbach reagiert hat mit dem Screenshot, mit dem Bild von dem Cover, ist dann eben die Justiz gekommen. Und ich habe ihn gefragt, dann gehst du bei dem Treffen, rhetorisch natürlich, ist das ein Zufall, dass das dann gekommen ist? Und dann hat man irgendwie fast das Bier ins Gesicht gepustet vor Lachen, weil es ist ja so offensichtlich, dass es natürlich kein Zufall ist. Das ist faszinierend. Kai Stutt hat etwas anderes erzählt. Er hat das Video-Interview mit dem Bagdi publiziert auf seinem Kanal, wo er da den unglücklichen Satz über Israel sagt. Ja. Und da ist auch nichts passiert, monatelang, bis der Ken Jebsen das auf seinem Kanal gepostet hat. Und dann ist die Strafanzeige eingereicht worden, obwohl es ja vorne schon zigtausend oder hunderttausende Views hatte. Aber es ist eben, es ist abstrus. Und wie geht es denn ihm jetzt? Nicht wirklich gut. Er wird Deutschland den Rücken kehren. Er war jetzt gestern in Zürich und ist jetzt auf dem Weg Richtung Italien, wo er eine Auszeit nimmt, irgendwie in einem ehemaligen Kloster von einem Kollegen von ihm, weil er sagt, er muss jetzt einfach da mal raus. Was ihn einfach wahnsinnig macht, ist, dass er irgendwie seit 30 Jahren eben gegen totalitäre Tendenzen, gegen Diktaturen, gegen all das anschreibt und er ist jetzt offiziell eines Hassverbrechens verurteilt. Er wird das Urteil jetzt noch anfechten. Er kann so ein Wiedererwägungsgesuch stellen, wo ironischerweise vom gleichen Richter bearbeitet wird, der ihm bereits einen Strafbefehl geschickt hat. Und das Verrückte ist, das hat er mir auch gesagt, habe ich auch sagen, ich habe mich ja müssen für das Gespräch vorbereiten und nach 3 Minuten habe ich gewusst, das ist wirklich ein Altlinker. Der hat jetzt mit Nazis weniger zu tun als meine verstorbene Großmutter. Der könnte nicht weiter weg sein davon. Und der Richter hätte allenfalls auch 2 Minuten investieren können, um zu sagen, Moment mal, das ist ein publizierter Autor. Also ich kann ja mal schauen, was der so geschrieben hat. Und dann hat er in 2 Minuten gesehen, da gibt es keine Nähe. Oder? Und jetzt wird er wahrscheinlich mühsam müssen ein Dossier zusammenstellen, das beweist, dass er kein Nazi ist. Und dann hoffen, dass man ihm die Last wieder abnimmt. Hat man nicht mit Roger Waters etwas anderes gemacht in Berlin? Der hat doch auch seine Show, The Wall, und da kommen Faschisten vor. Und also, er hat nicht Hitlerkreuz gezeigt, aber etwas halt schwarz-weiß, runenartig, mit Rot drin, wo er das assoziiert. Aber er ist ja seit Jahrzehnten unterwegs, eine Art zum auch Faschismus verurteilen, sage ich mal. Und ich glaube, der hat sich auch zumindest eine Strafuntersuchung hat er sich eingehandelt. Was juristisch genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Er ist einfach reihweise gecancelt worden oder man probiert zu canceln. Er hat einen Davidstern auf dem grossen, aufblasbaren Schwein gehabt, der einmal über dem Publikum ist. Allerdings hat es dort auch die Insignien von der anderen Religionen drauf, ironischerweise. Es hat einen Auftritt eingebaut, wo er in einer Armee, in einer Uniform auftritt, wo an das Dritte Reich erinnert, als Teil von einer Inszenierung gegen das, was passiert ist. Oder? Und das ist, das ist ein ähnlicher Fall wie C.J. Hopkins. Dann müssen wir Tom Cruise verhaften, der als Nazi im Film wird geheissen, Valkyrie da eine Rolle gehabt. Das ist ja wirklich eben ein Teil. Ja, und Bruno Ganz ist, ich glaube, gestorben, oder? Bin jetzt gerade besichert. Bruno Manzer ist gestorben. Nein, der Bruno Ganz. Der, der den Untergang gespielt hat. Nein, der Bruno Ganz, genau. Ich glaube, der ist gestorben. Genau, ja. Genau. Ja. Also, der müsste man ja, ich meine, der hat ja dermaßen den Hitler verkörpert vor der Kamera, der gehört hinter Gitter unbedingt. Ja. Und du selber, also, wie geht es denn dir? Ich weiß, also, was hast du erlebt? Hast du auch Freundschaften verloren? Und was sicher ist, du hast ja auch bei sozialen Medien extremen Gegenwind bekommen. Tut dich das eher inspirieren und bestärken oder gibt es auch Sachen, die dich wirklich betreffen, also die dich wirklich betroffen machen? Das hat immer mit der Tageskonstitution zu tun. Wenn ich mich eh nicht so gut fühle, dann muss man nicht auch noch irgendeinen App beschreiben und manchmal nehme ich sportlich, inzwischen prallt es eher ab. So ein Treffen wie mit dem Hopkins gestern ist irgendetwas zwischen jetzt bin ich definitiv depressiv, wenn ich jemanden treffe, der so etwas erlebt. Und dann im Gegenteil wieder, es ist schön, wieder mal mit einem vernünftigen Menschen eine halbe Stunde lang reden zu können, wo das am eigenen Leib noch viel krasser spürt. Er hat mir gesagt, als er angefangen hat, über Corona zu schreiben und keinem von seinen Kollegen im Kultur- und Literaturkuchen etwas gemacht hat, hat er sich gesagt, ja gut, ich habe nicht wirklich eine Familie, ich habe keinen Boss, ich bin selbstständig, mir kann man ja nichts machen, ich kann ja nichts verlieren, ich kann ja nicht gecancelt werden und so weiter. Und darum hat er sich darauf einlassen und jetzt hat er eben die Erfahrung gemacht, dass man gleich etwas kann machen. Und er hat mir Beispiel erzählt von anderen Leuten aus dem Kunstbereich, die es probiert haben, die Stimme zu erheben und die ausradiert worden sind beruflich. Das ist ziemlich widerlich. Also von dort her
sind so Treffen irgendwie aufbauend und gleichzeitig auch furchtbar, um zu sehen, was mit so einem Mann gemacht wird. Mhm. Man kann sagen, unsere ältere Generation hat am meisten Glück gehabt, oder? Die, die nach dem Zweiten Weltkrieg oder so auf die Welt gekommen sind, oder zumindest bewusst angefangen haben zu leben nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben jetzt 80 Jahre lang oder so relativen Frieden gehabt, oder 78 Jahre. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt hier leben, das ist ein Einschnitt, der vergleichbar ist wie der von einem Weltkrieg oder so. Findest du dich übertrieben da? Zeigt man nicht sogar, habe ich das mal irgendwo gelesen, dass alle 80 Jahre sich quasi Geschichte in einem gewissen Sinn wiederholt oder so ganz grosse Eckdaten. Ich habe die Zahl mal irgendwo gelesen, ist wahrscheinlich nicht, vielleicht kann man es zurückrechnen, aber das habe ich mal irgendwo gelesen. Die haben wirklich goldige Zeiten in dem Sinn, ja. Außer sie sind natürlich während Corona allein gestorben. Im Alter war es auch wieder nicht so lustig gewesen. Aber grundsätzlich haben die die ganze Zeit vom Wiederaufbau gehabt, wo die Leute, glaube ich, nicht einmal im Schlaf daran gedacht hätten, so etwas wieder zuzulassen. Wobei es soll ein chinesisches Sprichwort geben, das heisst, mögest, oder ein Glückwunsch oder Wunsch, mögest du in interessanten Zeiten leben? Ja, super. Das ist erfüllt worden. Ja, ja, nein. Ja, ja, das ist auch, das tue ich manchmal auch zu mir aufbauen, sagen, spannend ist es ja. Und man hat noch nie können so aus dem Vollen schöpfen, jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch die ganze Gender-Geschichte, Vogue-Themen und so weiter. Man hat noch nie so können aus dem Vollen schöpfen. Was ich aber als Journalist das Problem habe, das beobachte ich bei mir oft, ist nicht lustig, lese ich am Morgen die Zeitung, also online, und sehe wieder irgendwas, und ich denke, sind ja nicht ganz dicht, meine Güte, und lese weiter. Und irgendwie zwei Stunden später schreibt mir irgendein Auftraggeber, zum Beispiel die Weltwoche oder wer auch immer, und sagt, hey, hast du das gesehen? Da müssen wir unbedingt drüber schreiben. Und dann öffne ich den Artikel und merke, das ist das, was ich heute Morgen gelesen habe. Aber ich komme gar nicht mehr auf die Idee, um darüber zu schreiben, weil der Wahnsinn schon so normal geworden ist, das System, dass ich mich gar nicht mehr aufrege und das einfach weglege. Wie abstumpfst. Du kannst eigentlich nichts erfinden, wo nicht morgen schon die Realität sein oder medial verbreitet werden, eben aus der Biologie oder wo auch immer. Und darum merke ich selber manchmal gar nicht mehr, dass eine Geschichte drin liegt, weil ich es einfach fängt als normal erachte. Das heißt, leuchtet mir auch ein, in meinen eigenen Sendungen. Es ist so, nicht unbedingt die Ophokratie, die wir drin leben, die Idiokratie, die erstaunlich ist nicht, dass man das über uns ausgiesst. Das erstaunlich ist, dass die Mehrheit der Menschen das schlucken, oder? Nein, das ist das erstaunlichste Fall. Du bist freier Autor, du bist freier Journalist, oder? Mhm. Kann man wirklich sagen, du bist sehr unabhängig. Du hast verschiedene Auftraggeber, du hast die Weltwoche, den Nebelspalter, dann die deutsche Zeitschrift. Wo du erwähnt hast, Auschwitz, glaube ich, ist vorbei, oder? Das ist ein altes Kapitel. Dann bist du aber auch selbstständig unterwegs mit einem Blog, der heisst stefanmilius.ch, glaube ich. Genau. Wir können das schon einblenden. Du hast da Sachen publizieren, die eh schon erscheinen, die anderen Orten, oder hast du eigene Sachen schreiben? Das ist alles exklusiv Stoff. Das ist so im Prinzip meine persönliche Müllhalde, wo ich mich wirklich austobe. Auch gewisse Sachen, die ich jetzt vielleicht bei einem Auftraggeber so nicht machen will. Und da habe ich jetzt gestern den neuesten Artikel zum Corona geholt. Der ist so entstanden, dass ich im Zug auf Zürich gefahren bin, um den CJ Hopkins zu treffen und in seinem Buch gelesen habe. Und dann denkt, der Mann macht in einer Überzeugung etwas, was ich bis jetzt immer vermieden habe. Und zwar eben genau den Vergleich zu der faschistischen Ideologie, die Tendenzen. Und dann habe ich dann mich endlich mal überwunden und den Vergleich gemacht. Bis jetzt habe ich immer gedacht, nein, du kegelst dich raus bei den Leuten, die so ein bisschen noch vorsichtiger sind und so weiter. Aber die Liste von dem, was passiert ist, ist dermaßen überzeugend und klar von der Tendenz her, dass ich das jetzt mal gemacht habe. Und das sind eigentlich lauter so Kommentare. Ja. Und da verdienst du nichts, außer die Leute etwas spenden, oder? Da oben jetzt einen Knopf, abonnieren, spenden. Was kann man da abonnieren? Das war zuerst ein Bezahlblog. Den hatte ich mit einem Bezahlanbieter, der dann später den Reitschuster gecancelt hat. Und dann musste ich dort weg. Mhm. Und dann, also wollen weg. Und dann habe ich ihn kostenlos gemacht und biete jetzt einfach freiwillige Jahresabos an. Also du kannst gratis lesen, aber wenn du findest, mal, der hat etwas verdient, dann kann man mir etwas zahlen. Genau. Was kostet ein Jahresabo? Also der empfohlene Preis ist quasi 48 Stutz für ein Jahr oder irgendwie 99 für ein Gönner-Abo, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Leute viel lieber freiwillig mehr zahlen, als gezwungen weniger zahlen. Also das ist ein Effekt. PayPal tut auch canceln, nur das zwei. Ich weiss, ich tue dort immer das Geld, sobald es kostet, und es wegschaufeln, genau, damit es nicht eingefroren wird. Genau. Und wie relevant ist das für dein Auskommen, darf ich da fragen, in Prozent? Ist das ein relevanter Prozentteil? Also ist das wichtig? Es ist einfach schwankend, es ist schon im Monat klar mein Hauptverdienst gewesen und die anderen Monate vernachlässigbar, kommt darauf an, wie viel das ich raushaue.
Und was eben auch extrem spannend ist, ist, du weißt vorher nie, welcher Artikel was auslöst. Ich habe einmal einen geschrieben, wo es um Kind gegangen ist in der Corona-Zeit. Und dann hat es gräbelt von Spenden. Weil das einfach irgendeine Seite anklingen lassen hat, so ein bisschen ins Herz gegangen ist. Und manchmal machst du vielleicht irgendeine sachlich nüchterne Analyse mit einem Haufen Fakten, die du 3 Stunden lang recherchiert hast. Und es passiert nicht viel. Es spielt mir nicht so eine Rolle. In Prozent kann ich es nicht ausdrücken, aber es ist ein von den Pfeilern, wo ich davon lebe. Ja. Mhm. Das ist auch bei Twitter so komisch oder bei X. Manchmal gibt man wirklich Mühe, schreibt einen wunderschön langen Tweet und so. Und dann hat es 300 Leute, die es anschauen. Und dann schreibst du etwas relativ Banales. Und das Gefühl hast, eigentlich ist schon 20 Mal erzählt worden, mit deiner Pointe drin. Und dann hast du plötzlich 36.000 Views drauf und 50 oder 100 neue Abonnenten. Du weißt gar nicht, wieso. Das ist ja, dann das bist ist das Opfer vom Algorithmus wahrscheinlich. Und mein Blog verbreitet sich natürlich auch über die sozialen Medien. Und dann bin ich auf die Gedankenverderb den überlassen. Ja. So ein Substack machen hast du nie überlegt? Habe ich auch schon nachdenke, ich habe einen Haufen Plattformen. Aber jetzt ist der Blog eigentlich, der gibt es jetzt, glaube ich, irgendwie 2 Jahre oder so. Der ist recht gut eingeführt und es funktioniert gut. Und den Leuten macht es, glaube ich, Freude, wenn sie so irgendetwas spenden können. Und ich lasse jetzt mal für den und Moment. Und bei X so. Ist es ja so, bei X kann man jetzt, ich habe ja bei Locals. Ich kann und will darum nicht wechseln. Macht keinen Sinn bei mir. Aber X bietet jetzt ja auch, dass man kann Abos anbieten kann. Und dass man sogar, wenn man viele Views zahlen hat, die automatisch Geld auszahlen. Da ist das mit überkommen. Nur am Rande, habe ich mal, aber ich weiß nicht genau, also, wie das System funktioniert. In den USA hat es einen gehabt, der hat etwa 200.000 Subscribers oder Followers auf X gehabt. Und der hat dann einen Screenshot veröffentlicht, der hat $24.000 verdient. Einfach mit der Verbreitung von seinen Nachrichten. Und okay, ja. Man muss mal überlegen, unter Elon Musk sind 60% der Werbeeinnahmen eingebrochen, weil der ganze Vogue-Mob dafür gesorgt hat, dass ganz viele grosse Inserenten abspringen. Und dann lässt 80% der Leute, und das ist in einem Jahr so innovativ, wie Twitter die letzten 15 Jahre miteinander war. Und dann hat er noch das Geld dafür, dass jetzt plötzlich all diese Leute, die gratis Inhalte zur Verfügung gestellt haben, an den Anfang riesen Summen auszahlen. Das ist schon erstaunlich, was machbar ist, wenn man einfach unternehmerisch gut drauf ist. Er ist ein Unternehmer und die Twitter vorgemacht haben, sind Kirchenfürsten gewesen, wo mehr darüber nachdenken, was können wir alles verhindern bei uns, also was könnten wir Neues ermöglichen. Von dort her macht er einen tollen Job, aber er leidet ja am gleichen wie viele von uns. Alles, was er macht, ist ganz, ganz furchtbar und ganz schlimm und ganz schlecht. Der Kirchenfürst, hast du schön formuliert. Wie ist das als freier Journalist? Bist du da relativ gelassen, was die Zukunft anbelangt? Weil du bist auch noch gut aufgestellt, weil du mehrere Einnahmequellen hast, sage ich mal. Aber gleichzeitig bist du auch ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute, die dich jetzt zahlen, das weiterhin machen. Wie lebt sich da? Du bist ja bei meinem Alter um die 50, oder? Ja, ein bisschen mehr. Ich bin jetzt 51, genau. Ja. Ich bin da sehr fatalistisch unterwegs. Wenn man irgendetwas wegbrechen habe ich das Gefühl, es kommt wieder irgendetwas Neues. Mhm. Ich habe beim Nebelspalter früher noch mehr gemacht und dann haben sich für eine Weile den Weg, den Trend, wegen interner Umstrukturierung bei denen und kaum ist das draußen gewesen, habe ich das Telefon von der Weltwoche bekommen. Irgendwo geht immer eine Tür auf. Also, ich habe noch nie Existenzängste gehabt, das ist mir relativ fremd. Zuschauer bei Burgerbrötchen ist auch gleich. Also. Burgerflippen beim McDonalds. Genau, ja, wo auch immer ist doch gleich. Wobei, das wäre doch nicht ganz gleich, oder? Du findest schon lässig, dass du schreiben kannst. Ja, schreiben. Selbstverständlich. Ja. Das ist jetzt auch kokettierend gewesen. Nein, ich glaube schon, dass ich mein Auskommen mit Schreiben kann gestalten kann. Man muss dann halt erfinderisch sein, wenn etwas nicht mehr klappt, dann muss halt etwas anderes sein. Wie gross ist der Faktor? Ich habe mal gehört, bei diesen Massenmedien gäbe es so Pools und da sind hunderte Autoren drin und dann kann es sein, dass plötzlich irgendwie heisst, wir brauchen etwas über Trump in sowieso und dann kann man Text einreichen und der gefälligste Text wird nachher genommen und dementsprechend tun dann die Leute auch so schreiben, dass ihr Artikel am meisten gekauft wird. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, das habe ich das gehört. So funktioniert das mit diesen Journalistenpool. Wie ist das bei dir? Wenn du ein Thema suchst, wie wichtig ist für dich Kommerzialität? Oder wie wichtig muss es sein? Also kannst du dir jetzt einfach die Weltwoche etwas anbieten, wo alle im Vornherein wissen, das ist zwar inhaltlich wichtig, aber weil es nicht auf Personen gemünzt ist, sondern relativ etwas Trockenes, Nüchternes ist, wird das die Leute weniger berühren, nicht so auf Begeisterung stoßen, aber es ist einfach wichtig. Kannst du so etwas publizieren? Oder du schon von Anfang an schauen, dass es einen Dreh drin hat, dass es massentauglich ist?
ja, du musst es dann halt einfach so schreiben, dass es schön zum Lesen ist und massentauglich ist. Ich kenne jetzt die Pools in dem Sinn nicht so, und wenn es die so, also in der Regel wird jemand, der halt eine Expertise in einem bestimmten Bereich hat, eher gerade direkt angefragt. Wenn es so Pools gibt, dann bin ich ja sicher nicht Teil davon. Also der Tagi führt mich ganz sicher nicht auf eine Liste freier Journalisten, wo man mal könnte anfragen oder den Blick oder wer auch immer. Und sonst weiss man halt, jetzt gerade bei der Weltwoche, weiss man natürlich schon, welche Themen das laufen. Und dann gibt es den Unterschied zwischen dem Heft und online. Ich glaube, im Heft, die Weltwoche hat auch ganz einen dicken Kulturteil, der jetzt wahrscheinlich nicht Masse elektrisiert, sondern wie du sagst, wo es einfach schön ist, dass das auch noch Platz hat. Mhm. Aber wo jetzt wahrscheinlich nicht wegen dem am Kiosk das Heft aus den Händen gerissen wird. Online hingegen muss das Zeug natürlich einigermaßen funktionieren. Also dort willst du ja, dass die Leute immer mal wieder irgendwo vorbeischauen, dass sie draufklicken. Und da gibt es relativ einfache Rezepte. Also wenn du SRF schreibst im Titel, dann gummt die Weltwochenleserschaft und findet, da muss ich lesen. Weil SRF hat sicher wieder, Schweizer Fernsehen hat sicher wieder irgendein Zeich gemacht, zum Beispiel. Gewisse Namen triggert. Aber ich gehe jetzt nicht an und sage, was könnte ich jetzt heute noch über das SRF schreiben, damit ich irgendeinen Hit habe. Sondern ich schaue, was anliegt, und wenn es sich dann noch gibt, mache ich das so. Also ich bin jetzt nicht so, persönlich nicht so klicktrieben. Mir ist gemerkt, es gibt schon die low-hanging fruits, oder die, wie man so sagt, die Sachen, die man liegt, wo man weiss, es wird Anklang finden. Und da gehe ich auch mit ein bisschen mehr, wie sage ich, für dahinter, weil es einfach auch lustig ist. Einfach, weil man eben die üblichen Verdächtigen, wie du das SRF oder so erwähnst, wie man die wirklich wunderbar bloßstellen kann. Das ist schon letztens wieder ein Artikel geschrieben, jetzt weiss ich leider nicht mehr, was das Thema war. Aber habe ich auch gefunden, hat es nur etwas wiedergegeben, was eben, was schon durch die sozialen Medien gegangen ist, aber mit deiner pointierten Stimme und so, kann es besonders lustig oder so auf den Punkt bringen, dass man sich besonders fest aufregt darüber. Aber du schaffst es gleichzeitig geben. Ich finde, du schreibst immer, das ist fast ein Trick, wo ich wieder feststelle, dass du relativ emotionslos das so sachlich formulierst. Und die Emotionen entstehen dann beim Leser innen. Je nüchterner du das schreibst, die Ungerechtigkeit oder die Blödheit, desto mehr übernimmt dann eben der emotionale Prozess. Der emotionale Teil findet dann im Hirn vom Leser statt. Ist das schon aufgefallen, dass du das so machst? Oder? Ja, also mein Blog ist randvoll mit meinen persönlichen Emotionen. Aber sonst haben wir ja das Glück oder das Pech, dass die Zeiten ja wahnsinnig genug sind, dass du gar nicht beifügen musst. Es gibt ein kleines Beispiel. Letzte der Weltwoche online über eine Sendung im Schweizer Fernsehen geschrieben, Einstein, eine Wissenssendung, wo Thesen aufgestellt haben, Leute, die am Menschen genau, gemacht. Der habe ich gemeint. Der ist gemeint, genau. Das ist wirklich auch ein gutes Beispiel bei Menschen, die am Menschen gemachten Klimawandel zweifeln. Die leiden unter einer verzerrten Wahrnehmung. Das ist ein Hirnproblem. Hirnschaden. Da muss man irgendwo halt schauen, dass die Synapse wieder richtig funktioniert und so weiter. Und das muss ich nicht kommentieren. Das kannst du einfach erzählen. Weil jeder vernünftig denkende Mensch würde sagen, was zur Hölle geht so eigentlich nur? Jetzt unterschieben wir uns schon irgendwelche pathologische Probleme. Das spricht für sich selber. Da musst du gar nicht wahnsinnig viel beifügen. Und so Zeug habe ich noch gern, weil das spricht wirklich für sich. Es ist wahrscheinlich wirkmächtiger, wenn du es eben nicht machst. Oder ich mache das immer. Ich bringe immer die Emotion rein, weil ich einfach keine Schnarre habe. Wahrscheinlich ist es wirkungsvoller, wenn du eben den Irrsinn einfach sachlich darlegst, damit der Mensch selber die Emotion in seinem Kopf kreieren muss. Ich glaube, dass die selbst kreierte Emotion wirkungsvoller ist, als wenn du deine eigene Emotion jemand anderem eintrichten willst. Ich kann einfach nicht anders. Du hast die Gabe. Ja, ich finde, du hast auch eine andere Aufgabe mit deinem Format. Jetzt in einem, also, du schaffst journalistisch, aber nimmst einfach auch mehr Freiheiten. Aber jetzt, wenn ich für die Weltwoche schreibe, muss ich nicht oben dran schreiben, was erzählen die wieder für ein Seich, Doppelpunkt und dann mit der Story. Weil dann tue ich ja wie den Leser schon vergewaltigen, er soll das ein Seich finden. Du hast schon frei, das ist schon genau, er soll das lesen und wenn er am Schluss zu der gleichen Schlussfolge kommt wie ich, dann freut mich das. Es hat dann aber auch immer wieder Leser, die darunter kommentieren, da sind sie viel zu harmlos gewesen mit dem SRF, das ist ein riesen Skandal, wieso sagen sie nicht, wie das da für eine Schweinerei ist. Der Vorwurf kommt mir selten über. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Aber so bei einer reinen Meldung wie bei dir mit dem Klimawandel Hirnschaden hast du Leute, die sich deutliche Worte gewünscht hätten. Aber ich glaube, es ist wirklich wirkungsvoller, wenn ich nicht dem Leser sage, wann er zu denken hat, sondern ihn einfach sanft dorthin führe, indem ich nur die Fakten rapportiere. Ja. Man merkt, also ich habe das Gefühl, bei dir ist mehr Emotion drin beim Schreiben als beim Politisieren, oder?
Ja, definitiv, ja. Ja, ja, nein, das ist so, das ist eben, Politik ist wirklich, ja. Also ich habe einen Koch kennt, der hat in Gallusplätzchen gearbeitet vor 20 Jahren, das ist das beste Restaurant in St. Gallen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber der hat wirklich die besten Sachen gekocht, aber privat ist er heimgegangen und hat sich eine Mikropizza in den Ofen geworfen. Du bist anders, du tust wirklich schreiben und hast neben dem Beruf immer noch Freude zum Weiterschreiben. Ja, ich schreibe liebend gern, ja, das darf von mir nie wegnehmen. Ja, das brauche ich, ich mache es einfach gern. Ich verzweifle an irgendwelche Fragebögen von irgendwelchen Heftchen, die mich anfangen oder so, wenn es heisst Hobbys, Leidenschaften, siehe Beruf, ich schreibe einfach wirklich gern. Und habe jetzt aber das Glück, dass ich bei Medien natürlich schreiben kann, wo ich keinen Filter habe und nicht irgendwelche Einschränkungen, wo ich ziemlich eigentlich auch thematisch zumindest vom Leder ziehe, das erleichtert schon sehr. Ja. Aber das Videobloggen, du hast das mal ein bisschen gemacht, nicht? Und glaube auch gut gemacht, aber nicht mehr so jetzt, oder? Gut gemacht habe ich es in dem Sinne nicht, weil ich erstens technisch nicht ausgestattet bin und zu blöd bin, um irgendwelche Gimmicks einbauen wie du, mit irgendwelchen Sachen, die dann ins Bild schweben oder Screens, die eingeblendet werden und so weiter. Also, wenn, dann müsste ich es wirklich mal irgendwie professioneller angehen. Ist aber bei meinen Lesern übrigens auch nicht so gut angekommen. Die haben so gefunden, können sie nicht lieber schreiben. Ich weiß nicht, vielleicht ist nicht mein Gesicht auf den Nerv gegangen. Der macht es ja auch ohne Einblendung, aber das ist halt auch, ja. Ja, ich habe sogar mal eine Weile darüber nachgedacht, ihn fast zu kopieren und jeden Morgen fünf Minuten schnell den täglichen Wahnsinn zu beschreiben oder so. Aber eben, ich glaube, die Leute wollen eher, dass ich schreibe und ich mag mich mit der Technik nicht auseinandersetzen. Mhm. Aber ich leide mal die Studio aus, wenn ich irgendetwas zu machen. Du kannst jederzeit, wenn du einen Intro-Gast hast, steht das gerne zur Verfügung. Wunderbar. Ja, du hast ja auch mal ein spannendes Interview, wo du lange im Gefängnis warst und so. Ich habe gedacht, das war ein super Start dort. Und nachher dann irgendwie, das hast du ziemlich bald wieder aufgehört, nicht? Ja, das war noch zur Auschwitz-Zeit. Dort haben wir das auch mit so einer ganz brachialen Ausrüstung gemacht. Das ist dann nachher wieder irgendwann eingeschlafen. Später hat es eine professionellere Videoschiene gegeben. Aber das war halt alles sehr teuer gewesen. Und im privaten Rahmen ist es vielleicht irgendetwas 2024, sagen wir es mal so. Wie tut man denn, zurück zum Wahlkampf, wie sieht der aus, außer Plakat aufhängen und bei Stricker TV? Das ist ja nicht wirklich Wahlkampf. Was machst du da noch? Also im Sinne eines konventionellen Wahlkampfs gar nichts. Also ich gehe keine Schöckel oder Gutzinger verteilen morgen um 6 Uhr am Bahnhof. Ich hasse es auch, wenn es mir im Weg rumstehen. Für eigentlich so einen täglichen Wahlkampf, weil jeder, der wissen will, wo ich stand, wie meine Positionen sind, der kann ja jetzt das, weiss Gott, jeden Tag auf diversen Kanälen nachlesen. In dem Sinne bin ich ja sehr transparent. Es wird Plakate geben und es wird Flyer geben, einfach von der Aufrechtliste her. Das ist jetzt ein Tun, aber sonst gibt es ein paar Veranstaltungen. Aber ich mache jetzt nicht den grossen Onkel. Ich hocke sonst auch nicht irgendwie in Beiz. Ich gehe nicht zum Kegelclub plötzlich oder zu den Jäger. Und ich fände es wahnsinnig unglaubwürdig, wenn ich jetzt mal dort gehen die Hände schütteln, um mich zu präsentieren. Mich findet man im Netz sehr einfach, von der Mailadresse bis leider auch zur Handynummer. Wenn jemand eine Frage hat oder irgendetwas, dann bin ich niederschwellig, aber ich mache jetzt da nicht irgendeine Fass auf, nein. Gut, da heisst das also eben nicht zum Politiker geboren, weil das ist genau der Mist, den man machen muss, wenn man Erfolg hat. Nein, definitiv nicht. Ich bewundere auch Leute. Ein gutes Beispiel ist, der Mike Ricco, SVP St. Gallen Nationalrat, ich verfolge den auf den sozialen Kanälen, der Mann ist jeden Abend irgendwo. Und zwar Bern, Luzern, Aargau, dann wieder am anderen Ende, der rennt umeinander. Ich glaube, er macht es auch gerne und ich finde es auch super, wenn jemand sich so in Dienst für die Sache steht. Der Mann ist jetzt sein Geld im Unterschied zu anderen auch wert, den er vom Staat bekommt. Aber meins wäre es nicht. Politik allgemein, auch der Betrieb, der langsame Betrieb, du weißt das selber, wenn du jetzt heute eine neue Idee hast für dein Format da, dann ist das am Abend zu sehen, weil du hast eine Idee und du kannst sie gerade umsetzen. Und bei der Politik hast du eine Idee und musst hoffen, dass 3 Jahre später mal das Plenum darüber redet. Ich glaube, das macht die Leute, die schneller funktionieren, wahnsinnig. Also ich bin sicher kein geborener Politiker. Auf der anderen Seite sind ja die geborenen Politiker in der ganzen Zeit hineingeritten. Also braucht es vielleicht mehr ungeborene Politiker oder keine typischen Politiker. Wie ist es mit dem Roger Köppel oder unter dem Köppel zu arbeiten? Jetzt kannst du ja nicht viel ehrlich sagen, wenn es schlecht mal, wird. Mal, nein, beim Köppel kann man, da ist schon mal seine Größe. Ich habe gehört, sehr Kritik. Das ist gerade schon affin, die grösste Qualität. Nein, da kannst du wirklich sagen, was du denkst. Er ist natürlich sehr herausfordernd in dem Sinn,
dass er auch wahnsinnig viel beschäftigt ist und dass du vielleicht mal musst damit rechnen, weil du keine Antwort bekommst, wenn du eine Frage hast, dass aber dafür am Morgen um 3 Uhr plötzlich eine Anregung kommt per SMS. Nicht per Telefon. Nein, selbst nicht. Aber da ist auch etwas, das ist der erste. Also ich bin ja jetzt schon eine Weile nicht mehr angestellt, aber die ersten 10 Jahre bin ich eigentlich bei verschiedenen Medien angestellt gewesen. Und das ist der erste Chefredakteur, den ich erlebe, wo der anruft und sagt, super Story, wunderbar geschrieben, einfach aus dem Nichts raus, zwischen 7 Terminen wahrscheinlich. Er ist sehr feedbackfreudig in dem Sinn, wenn es ihm die Zeit zulässt und er setzt da keine Grenzen. Das Zeug muss stimmen, auf den Leiter Wert. Ist auch wichtig, weil er selber sehr exponiert ist und die Weltwoche exponiert ist. Also du kannst da all die Leute, die immer erzählen, ja, in der Weltwoche steht irgendwie ein Seich oder so, das Zeug muss noch viel mehr stimmen als überall sonst. Der Blick kann ja schreiben, wann er will und es passiert nichts, aber die Weltwoche wird dann umgehend best, das Zeug muss stimmen. Aber thematisch gibt es eben keine Einschränkungen und das ist schon sehr wohltuend. Ich muss sagen, der Köppel ist eine riesige Erfolgsstory, wie der jetzt mit seinem Kanal erwachsen. Jetzt gibt es, glaube ich, Weltwoche Deutschland und so. Schreibst du dort dann auch? Also es werden einfach gewisse Sachen dort gespiegelt, wenn es auch Deutschland interessiert oder betrifft. Ach so, ähnlich wie mit seinem genau, Kanal. Genau, sie sind aus meiner Sicht jetzt weniger eigene nicht, aber letztes Jahr haben zum Beispiel über die ganze Affäre von dem bayerischen Minister, vom Aiwanger, mit dem angeblich antisemitischen Flugblatt und so weiter geschrieben. Das sind natürlich Inhalte, die in der Schweiz auch mitbekommst, interessiert da auch und dann natürlich das Deutschland noch wichtiger sind und das läuft gut, ja. Wirklich grossartig, weil halt, ich finde es schön, wenn sie auf Deutschland expandieren, weil es halt der Markt ist dort. Dort ist noch mehr Nische wahrscheinlich als in der Schweiz. Aber wunderschön fände ich, wenn es endlich mal ein unabhängiges Medium oder ein Alternativmedium, ist ja das bessere Wort beim Köppel, wir schaffen, auf täglicher Basis zu berichten, wie es Now oder Watson oder ein Blick, 20 Minuten, weil das ist am Schluss da, was die Weltwoche ja macht, ist halt immer so eine Art Zusammenfassung vom Wahnsinn, sage ich mal. Aber das braucht immer eine gewisse intellektuelle, das ist immer eine gewisse intellektuelle Hürde, so quasi eine Wochenschau anzuschauen. Aber wenn du einfach quasi alle Stunden, alle 20 Minuten oder alle, das ist ein blödes Wort, alle 15 Minuten irgendwo etwas Neues passiert und du kannst einfach die App checken, das hat einen gewissen Magnetfaktor. Und ist das nicht eine Diskussion in der Weltwoche, dass man sagt, man probiert das etwas auf Tagesbasis? Also 15 oder 20 Minuten können wir nicht bieten, aber die Tagesbasis ist da mit weltwoche.ch. Das sind täglich, behaftet mich nicht, um die 15 oder so neue Inhalte, die nur für online sind. Ja, aber halt eben nur für die zahlenden Abonnenten? Nein, das ist gratis zugänglich. Bezahlt werden muss nur Sachen, die aus dem Heft auf online gespiegelt werden. Dort steht dann auch schön Abo, wie bei allen anderen Zeitungen. Der Rest ist gratis. Du solltest dir die App abladen, es hat auch eine schöne Push-Funktion, du kommst einige Push pro Tag über. Super. Und das ist gratis, gut, das ist tatsächlich gratis. Und das Ding fliegt glaube ich recht von den Zugriffszahlen her und so weiter. Und das ist ein recht, das ist genau das, was du gefordert hast, macht eben wirklich Sinn und ist auch Realität, dass man den Wochenauftritt mit dem gedruckten Magazin unterstützt durch das Grundrausch jeden Tag. Ja, weil ich habe ich habe einen Trick gemacht, oder? Ich habe immer gesagt, ich habe der Republik schon gesagt, ich reite auf dem klapprigen Gaul von den Massenmedien, mache eine gute Figur. So bin ich zitiert worden. Und das ist genau das, was Stricker TV macht. Ich nehme die Tagesthemen, die bereits journalistisch, propagandistisch aufgearbeitet sind. Und du sagst nur noch kommentieren, ist eine Art billige Weg. Oder? Weil man selbst recherchieren muss, selbst schreiben muss, da kommst du als One-Man-Show gar nicht an. Aber bei dem, dass ich quasi einfach die Inhalte schon nehme und über die Inhalte kommentiere, kann ich auf einer täglichen Basis Informationen geben. Das mache ich jetzt nicht mehr so, weil ich jetzt mehr auf Interview mache und das sonst ein bisschen weniger gemacht habe. Aber das ist der Charme vom Tagesaktuellen. Ich glaube, das ist auch der Charme von Roger Köppels im Weltwoche Daily, dass eben du täglich informiert wirst, wie du schon wenn du einen Spiegel so lesest, früher noch, ich ihn noch gut gefunden habe, weil ich entweder dumm gewesen bin oder der Spiegel besser war, ich weiß es bis heute nicht, dort war es auch schon immer schade, es war nicht aktueller gewesen, oder? Und da habe ich bei der Weltwoche ziemlich bedauert, aber du sagst, das ist eigentlich gar nicht so. Das ist so und vor allem kommen auch internationale Meldungen, also auch rund um Trump und Co., wo sie unsere Medien nicht schaffen. Also die suchen wir sehr konsequent. Zeug, wo einfach nie nicht gelesen wird oder halt auch rund um den unsäglichen Krieg in der Ukraine etc. Einfach Sachen, die tatsächlich irgendwo in einem Nischenblatt Amerika auftaucht sind, wo wir dann darauf hinweisen, die eigenen Meldungen, weil es einfach sonst nicht in die Medien kommen. Aber ihr arbeitet selber das redaktionell aufarbeiten, nicht einfach Pressemeldungen von der SDA oder so? Nein, das null Pressemeldungen. Sehr viele, es gibt Meldungen, reine Meldungen, die wir aber
Sachen aufnehmen aus anderen Medien und bearbeitet und überprüfen oder eben kommentierend Kommentar-Ding. Ja. Man könnte locker noch viel mehr Messen rauslassen, wenn man mit so einer Agentur zusammenarbeiten würde, aber das ist ein bewusster Entscheid, dass er das nicht macht, wahrscheinlich. Das bringt nichts. Die Weltwoche muss nicht auch noch Agenturmeldung im Sinne von «hat auch noch stattgefunden» bringen. Das sucht niemand, sondern es müssen eigenständige Inhalte sein. Mhm. Und zeig mal vernünftige Nachrichtenagentur. Also, ich kenne keine, ja. Ja. Ah, dann würde ich sagen, dann gibt es da durchaus eine Entwicklung von der Weltwoche im Verbreitungssinn Richtung Mainstream. Die müssen wir mehr Geld zahlen. Ich mache da eine Werbesendung für die Weltwoche. Ja, dann kannst du ja gerne für Stefan Milus CR-Werbung machen. Nein, passt. Ich mache das gerne. Ich finde die Weltwoche grandiose Geschichten. Ich arbeite sehr gerne dort. Nein, also Mainstream nicht im Sinne von Meinungs-Mainstream, aber natürlich die Mechanismen von der Durchdringung und so weiter, die muss man natürlich dringend auch bringen. Aber du wirst nie irgendein Listicles finden oder Katzenvideo. Also gut, wir mögen beide Katzen, aber es muss jetzt nicht unbedingt in den Medien sein, sondern es sind halt einfach wirklich politisch-gesellschaftliche Themen. Und da hast du jeden Tag eine riesen Auswahl, eben nur schon, wenn du schaust, was die anderen Medien machen. Du hast sicher auch mit über den ganzen Zirkus um SRF Meteo mit den zu hohen Temperaturen, die sie da verbreitet haben. Das war im Heft eine grosse Geschichte gewesen. Und dann haben wir uns online dann noch ein paar Tage lang mit dem vergnügt, indem wir geschaut haben, was haben sonst noch gemacht, wie entschuldigen sie sich jetzt, wie sind die Reaktionen dort. Also das passiert dann auf der täglichen Ebene quasi. Mhm. Es ist ja lustig, jetzt 26 Grad schon so dunkelrot ist. Und genau, habe ich auch schon thematisiert. Ich habe das Gefühl, die Redaktionen müssen aber eigene Forschungsabteilung, wie sie noch dunkles, noch bedrohliches Rot können kreieren. Ich glaube, die haben wirklich eine Forschungsabteilung an der ETH oder so. Es ist absolut lächerlich, was dort läuft. Ja, aber das ist ja lustig, das ist ja in den sozialen Medien. Da hast du ja dauernd so Screenshots gefunden von Leuten, die sich über das aufgeregt haben, wie man mit so Farbgestaltung eben framed und Meinungen macht. Wieso zur Hölle hat das nicht auch eine andere Zeitung als die Weltwoche aufgegriffen? Da ist doch einfach etwas, was komisch ist. Aber das zeigt halt, dass die einfach wirklich alle sich in den Dienst der Sache stellen, dass die Botschaft auch unterstützen. Und sonst hätte auch ein Blick mal müssen sagen, Blickleser schauen auch SRF Meteo. Die hätten doch auch müssen Frage stellen, wieso genau ist es jetzt mal rot. BBC hat das übrigens auch, das gleiche Problem in der Wettersendung. Die arbeiten auch mit anderen Farben. Und die sind aber viel transparenter und haben dann informiert, mit Screenshots aus der Vergangenheit, auch wie sich ihre Farbgebung auf den Wetterkarten verändert hätte. Unterm Strich bleibt gleich die Erkenntnis, sie haben es auch dramatisiert, aber sie gehen dann einmal auf so Zeug wenigstens ein. Und SRF macht es einfach und hofft, dass die Leute nichts merken. Das war bei den Fallzahlen bei Corona, die sogenannten Fallzahlen, wie es dort, da habe ich das, glaube ich, dutzende Mal kommentiert, wie es einfach farblich nur noch rot und schwarz geht und sonst nichts mehr. Auch im Juli nicht, wo nichts passiert ist. Ja, du kannst mit Farben und Kurven und so weiter kannst du die Leute zum Nahen halten, nicht schöner. So. Mhm. Ist eigentlich erschütternd, wie plump die Leute manipulierbar sind. Da nützt der grösste Intellekt nichts. Oder? Am Schluss muss man fast als wirksamer, zum guten Journalist sein, der, sag ich mal, Wirkung erzielt, wenn man das denn überhaupt will. Ein guter Journalist ist wahrscheinlich rein sachlich bricht, aber wenn man will quasi Gegenwind machen, da muss man sich dann fast selber propagandistische Methoden bemühen, damit man überhaupt mithalten kann mit der Propaganda, die andere Seite macht. Oder denkst du, das ist nicht nötig? Man kann mit reinen, harten Fakten die Leute auch begeistern. Ja, du kannst uns jetzt zum Beispiel, was auch gemacht wurde, ist auch vorwerfen mit der ganzen Wettergeschichte, die eigentlich banal ist, aber sie ist einfach ein gutes Beispiel bei SRF, dass da quasi eine propagandistische Kampagne gegen SRF ist, indem du jeden Tag wieder etwas nachziehst und wieder etwas nachziehst. Aber es war ja immer irgendetwas, gewesen, wo wir darüber geschrieben haben. Wir haben es ja nicht erfunden oder aus den Finger gesagt. Aber natürlich sagt die andere Seite dann, das ist eben auch Aktionismus oder Kampagne gegen unser staatliches Fernsehen. Und das Problem ist halt schon, wenn es halt die anderen nicht machen, dann müssen wir halt oder muss ich halt oder wer auch immer über das schreiben. Und wenn die dann das Gefühl haben, dass nämlich so Kampagnenzeug ist, das noch das Ergebnis, weil die anderen Medien das nicht machen. SRF selber hat nachher, über das habe ich auch geschrieben, einen Club gemacht, also die Sendung der Club, wo es über die Temperaturpanne bei SRF geredet haben. Und der Kurt W. Zimmermann, der bei der Weltwoche das enthüllt hat, dass die Temperaturen über Tage völlig daneben sind, ist nicht im Studio gehockt. Das ist der Mann, der das erst als vernünftiger Mensch, als Journalist sagen, den müssen wir mal sicher im Studio haben, als Antipode zum Thomas Bucheli. Dass die mal miteinander reden können, wie das so ist, weil der Zimmermann hat so ein bisschen verklausuliert. Der Vorwurf in den Raum gestellt, es könnte politisch motiviert sein, dass man viel zu hohe Temperaturen gemeldet hat. Mhm. Und dann musst du doch den einladen
Und das haben sie nicht gemacht. Also der Journalismus von heute hat eben nichts mehr zu tun mit den alten journalistischen Ideen, sondern er dient einfach einem bestimmten Ziel. Ja. Du bist ganz einfach, guter Journalismus heisst, die besten Argumente von beiden Seiten zu hören oder zu wiedergeben. Oder? Und das ist einfach etwas, so gar nicht mehr passiert. Über was reden wir noch? Was auch immer du willst. Ich war schon zwei, drei Mal da gewesen. Reden wir nicht immer über das Gleiche. Kommt es dir nicht bekannt vor und damit auch nicht? Ich weiss, was du meinst, aber es ist immer wieder ein neuer Mist auftaucht. Es war eine offene Frage, ich bin nicht sicher. Ja. Ich frage mich noch manchmal. Nein. Es ist, das ist schon so, gell, dass man. Wir sind ja seit drei Jahren in einer Schlaufe gefangen, in einer Zeitschlaufe. Wo, es ist eine Spirale, die sich aber immer mehr abwärts entwickelt. Und darum kann man sagen, wahrscheinlich können wir immer mehr in das Herz des Bösen langsam, oder? Dass man wirklich dann. Aber ich sehe, was du meinst und auch die Frustration, die mit einhergeht, dass man eigentlich jeden Tag über die Irrsinn berichtet. Ich weiß nicht, ob du mein Video gesehen hast. Ich bin auf die Straße getestet, die gesperrt worden ist wegen Hitzeschäden. Ich habe nur das Bild gesehen, aber ich habe es nicht gesehen. Genau, das heisst, das ist wichtig, schon nicht wegen Hitze Fahrbahn geschlossen, sondern wegen Hitzeschäden. Und ich bin da mit einem ukrainischen Flüchtling, der anonym bleiben will, bin ich da die Strecke abgefahren. Ich mit dem Roller, der ukrainische Flüchtling mit dem Auto, hinten rein. Weil ukrainische Flüchtlinge kommen keinen Bus über, darum haben wir so entschlossen. Habe die Strecke abgefahren und du wirst nicht glauben, es ist doch einfach nichts. Es ist einfach eine relativ schlechte Straße, die sie zwei Jahre sanieren wollen. Und was mich wirklich am allermeisten frustriert hat, ist nicht da, dass jeder, der will, sieht, das ist einfach eine normale Straße. Wir haben sie zugemacht, mit Leuten müssen eine Viertelstunde länger fahren und mehr CO2 produzieren. Aber was erstaunlich war, der partiell, gut, die meisten Leute haben es verstanden, aber doch ein relativ grosser Prozentsatz, hat gesagt, hey Dani, mein Onkel ist Strassenbauer und das ist ja so, wenn das so heiß ist, dann kann die Straße wirklich schmelzen und es kann Schäden geben und so. Und du siehst die Rechtfertigungen, die es auch da noch gibt, wo ja offenbar ein Hitzeschaden wäre auch noch vorhanden, wenn sie da abkühlt. Ein Hitzeschaden ist einfach behoben, wenn sie da kühl wird. Aber die Rationalisierung oder die Versuche, quasi jeden Mist, den irgendwie die Regierung inszeniert, irgendwie zu begründen, oder? Weil es ist kein Hitzeschaden herum gewesen. Wieso ist es für Velos gesperrt gewesen, nicht nur für Autos? Wieso nur genau in dieser Woche und das als einzige Straße in der ganzen Schweiz? Oder? Da muss ich sagen, das ist so etwas, was mich fast zum Verzweifeln gebracht hat, dass einfach ein gewisser Prozentsatz an Schweizer einfach jeden Mist wollen glauben, wo ihnen irgendjemand mit einer Autorität, nicht mit einer verdienten Autorität, sondern mit einer zufälligen Autorität, weil er jetzt in einem Bauamt schafft oder so, ihnen kann einbläuen. Es ist, und dann muss ich sagen, deine Arbeit, die du machst und so, das ist ja wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, weil du wieder eben sagst, man könnte es eben im Kreis drüllen, aber Fortschritt scheint sich nicht abzuzeichnen. Oder siehst du Fortschritt? Nein, es geht so weiter. Also während Corona ist ja die Wissenschaft wie neu definiert worden. Und das ist dann weitergegangen mit der Gender-Debatte, wo offensichtlich plötzlich eben Naturgesetze wie biologische Geschlechter abgelöst worden sind. Und beim Klima sieht man es jetzt auch sehr schön. Wenn du dich schon erinnern, die ganzen Waldbrandgeschichten. Die einzig wahre Wissenschaft, wo wir Schwurbler dauernd verletzen, hat uns allen Ernstes erklärt, dass sich bei grosser Hitze Wälder selber entzündet. Und jeder weiss, dass das einfach nicht tun. Also ob es jetzt 28, 33 oder 42 Grad hat, der Baum brennt nicht von allein. Du musst halt wirklich eine Ziege wegrühren. Oder natürlich ist bei grosser Trockenheit Gefahr grösser, aber es braucht einen Anlass. Und letztens habe ich auf einem österreichischen Privatsender eine ganz faszinierende Diskussion gesehen, wo einer sagt, er wundert sich, dass die Medien jetzt im Fall von Rodos oder so nicht über so Offensichtliche reden. Es hat rund um die Ferienresorts brennt, sind Wälder abbrennt und der Boden ist nicht mehr aufbaubar. Dort können jetzt neue Ferienresorts entstehen. Problemlos. Lustig ist, wenn ich 1989 bei der Swissair Stiftung gemacht habe, sind wir auf Südfrankreich in der Projektwoche machen. Und dort war das Hauptthema, dass die ganze Zeit Wälder abgefackelt werden, weil die Politiker so blöd waren, bis heute, dass ein abgefackelter Wald
automatisch zu Bauzonen geworden ist. Genau, und das ist eben im Fall von Rodos eben auch so. Und es ist ja viel legitimer zu fragen, könnte das sein, dass man hätte wollen, dass die Wälder brennen. Und der Klimawandel ist ein wunderbarer Vorwand. Es, Fahrlässigkeit oder bewusste Brandstiftung sind die zwei Gründe, wieso ein Wald brennt. Und keine Hitzewelle, oder? Aber niemand kommt auf die Idee, oder mal auf die Idee vielleicht schon, aber sie wollen nicht darüber reden, dass es allenfalls auch einfach wirklich gezielt sein könnte, dass es wirtschaftliche Motive hat. Stattdessen tut man wirklich über die Selbstentzündung von Bäumen philosophieren, was jetzt einfach wissenschaftlich gesehen völlig im Mumpitz ist. Genau, bei dem Video über Rodos hat ein Pilot, glaube ich, gefilmt, oder ein Co-Pilot. Ich habe das zugespielt bekommen vor dem Roger Köppel. Der Roger Köppel hat es nachher nicht publiziert. Ich habe mich nicht getraut, weil ich denke, der Pilot müsste sich um seinen Job fürchten. Wenn das viral geht, hat es wahrscheinlich innerhalb der Familie rumgeschickt und die haben das weitergeschickt oder so. Und Roger Köppel hat keine Skrupel gehabt, das zu publizieren. Ich hatte Angst, das zu machen, weil in heutiger Zeit ist nicht klar, dass jemand nachher einen Job hat, weil er eben sagt, noch über die scheiß Medien redet oder so etwas. Und das ist in der Schweiz im Jahr 2023 eigentlich schon fast ein Kündigungsgrund, oder? Aber es ist, so wie ich weiß, ist dann ihm nichts passiert. Und dort, mit dem Video hat man ja gesehen, das war einfach punktuell etwas am Brennen gewesen. Und eigentlich sonst nichts. Und da hat man eben gesagt, ja, die Wälder brennen. Und dann bin ich auf CNN gegangen. Das ist auch so ein Fehler, oder? Wenn man gut gelohnt ist, auf CNN gehen. Ist wirklich ein Stimmungskiller. Dann heisst die Wälder brennen in Schweden, da sowieso unter Schweiz. Und ich dachte, wieso, wo brennen das in der Schweiz? Ist in der Schweiz die Wälder? Und dann hat es aber tatsächlich, ich glaube, irgendwo im Wallis, hat irgendwo ein Wald ein bisschen brennt oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Anscheinend auch Brandstiftung, hat man auch eine Quelle gefunden von der Brandstiftung. Aber jetzt steht im CNN, wenn in der Schweiz ein Wald brennt. Und die Auswahl von der Informationen, eben, das ist, die Glocke wird nicht mit den Fakten, sondern beim Siebeln der Fakten. Oder? Das ist, glaube ich, das Hauptübel der Massenmedien. Oder? Die Pilotenstory habe ich für den Nebelspalt in der Medienkolumne aufgeschafft. Und das ist auch ein wundervolles Beispiel, wie die Medien funktionieren. Du siehst wirklich, natürlich etwa 27 Sekunden lang, aber über den ganzen Süden dieser Insel, die am heftigsten betroffen sein soll, der Einzelbrandherd. Und dann haben sich Faktenchecker behaftet, ich glaube, das war ein Watson-Artikel, den ich dort auseinandergenommen habe. Faktenchecker haben sich dann vorgestellt, ist an dem Video etwas dran, was bedeutet es wirklich? Und sind natürlich zur Schlussfolgerung gekommen, das ist alles nicht so, wie ihr meint, aus diesen paar Sekunden. Und zwar A, Waldbrände können quasi wieder so zurückgehen und wieder aufpoppen. Und an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeiten. Also für die 27 Sekunden, die der Pilot gefilmt hat. Wie Corona eigentlich. Genau. Und in den 27 Sekunden, die er gefilmt hat, haben sich alle anderen Waldbrände kurz zurückgezogen, zum Warten, bis er durch ist, und dann wieder aufpoppen. Oder? Das ist mal sein. Und dann haben sie ganz relevante Fragen gestellt, quasi Quellen, sind unklar von dem Video. Man wüsste zum Beispiel nicht, aus was für einem Flugzeug, von welcher Airline das gemacht worden ist. Jetzt frage ich dich, macht da einen Unterschied? Was, ob jetzt das Air Dubai oder wer auch immer, ist ja völlig wurscht. Und dann, und das war die Krönung vom Ganzen, dort habe ich gedacht, jetzt muss ich wirklich leer schlucken. Das ganze Video sage ich überhaupt nicht aus. Was aber aussagekräftig sehe, sehe ich Satellitenbilder. Und dann hat es einen Screenshot von einem Satellitenbild, wo du Rotos kriegst, mit ganz vielen roten Pünktchen. Jetzt frage ich einfach, weiss sie, wer die Punkte dort gemacht hat? Weiss sie, wer hinter diesen Punkten steckt? Vielleicht nur einer, der gerade den Grill angeschmissen hat? Weiss sie, ob jemand noch Punkte dazu erfunden hat? Das war ein Screenshot von angeblichen Satellitenbildern. Also jemand, der händisch mit dem Handy aus dem Cockpit rausfilmt und eine einzelne Rauchsäule sieht, das sieht im Fall überhaupt nicht aus. Aber das Bild mit den vielen roten Punkten, das zeigt das wahre Ausmaß. Und das glauben die Journalisten sogar noch. Und die Leser. Und Leser, genau, das ist noch viel schlimmer, hast recht, ja. Aber das ist wirklich, das ist das Traurige, das sind die interessanten Zeiten um dein Leben, dass wir umgeben sind von Vollidioten. Das ist wirklich ein Stück weit frustrierend, oder? Darf ich etwas Privates fragen? Du hast ja, glaube ich, das öffentlich gemacht, du hast geheiratet, oder? Ja. Genau. Aber jetzt, wenn du jetzt verheiratet wärst, wärst du Single oder so, hättest du jetzt ein Problem mit so einem überzeugt geimpften oder auch unüberzeugt geimpften eine Beziehung gibt es gar? Das ist eine gemeine Frage, gell? Ich finde, es kommt extrem darauf an, was die Motivationslage ist. Also ich könnte jetzt sicher nicht, also ich war zum zweiten Mal verheiratet, ich war jetzt nicht 50er Single gewesen, und meine Frau seit bald 3 Wochen ist in der Corona-Frage mit mir einig in der Beurteilung, wie die ganze Geschichte ausgeholt worden ist, wie die Medien funktionieren und so weiter. Und die meisten Leute, die in meiner Nähe sind, sind da. Aber wenn sie darunter irgendwelche geimpft haben,
ist erstens mal ist da ihre freie Entscheidung. Ich glaube, du bist dort auf dem gleichen Dampfer wie ich, dass du sagst, ich kann ja nicht mich über Diskriminierung von Ungeimpften beschweren und dann Geimpfte niedermachen. Das ist ihre freie Entscheidung. Und dann kommt es auch immer noch darauf an, es gibt Leute, die wirklich verängstigte alte Leute in der Familie haben, wo sie sonst nicht mehr sehen könnten und wo sie bitten, sich impfen zu lassen, dass du quasi wie einen Liebesdienst machst oder was auch immer. Ich glaube, die Frage ist von der Motivlage und ich warne immer davor, so den Stab zu brechen über Leute, einfach weil sie etwas gemacht haben, was man selber nicht machen will. Also da würde mich jetzt gar, also das wäre nicht meine erste Frage auf Tinder. Aber ich habe mir die Frage jetzt eben selber auch gestellt und ich habe das Gefühl gehabt, wenn jetzt jemand einfach Angst hat, ich sage, okay, ich kann jemanden zusammenleben, der dumm ist. Das ist okay, weil Intelligenz ist nicht der Kernfaktor zum glücklichen Beziehung führen. Ich weiß nicht, ob du es bestätigst. Es ist ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige. Oder kann man sagen, auch jemand, sage ich mal, nicht eine super Schulbildung hat oder sich nicht sehr interessiert, nicht sehr innenliest, so etwas. Das ist das eine. Wenn jemand jetzt aber aus Überzeugung das machen würde, dass wir sagen, quasi, also ein Geimpfter ist asozial, das wäre ja quasi ein No-Go, oder? Und dann ist aber die Leute zwischen innen, die einfach das total gleichgültig mitgemacht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde so jemanden jetzt nicht canceln, um mit dem Eis zu trinken gehen oder so, aber mir vorstellen, dass ich eine Lebenspartnerin hätte, die wo einfach total gleichgültig dem gegenübersteht, ja, vielleicht, ja, aber sie haben es schon gesagt, aber die Ärzte haben doch gesagt, Spitäler, ich wüsste nicht, ob das geht. Also ich könnte es nicht, glaube ich, aber nicht wegen der Impfung, sondern weil da wahrscheinlich reflektiert, wie die Person auch sonst unterwegs ist, oder? Und völlig unreflektiert allem gegenübersteht, wo der Staat sagt, unkritisch ist und einfach so ein bisschen ein Roboterli. Und so jemand ist auch wahrscheinlich nicht intellektuell herausfordernd oder ein guter Gesprächspartner, spannende Persönlichkeit. Nur schon darum würde ich das sicher nicht machen. Und meine Frau ist wesentlich intelligenter als ich, von dort habe ich das Problem nicht. Womit sich eben dann, ich habe es eben darum das ausgerollt, das Ganze, wie es quasi hinführt auf eine Art eine tatsächliche Spaltung. Weil viele Leute von der anderen Seite, die sich über die Überzeugung geimpft haben, die würden ja nicht mit jemandem eine Beziehung haben, wo nicht, wo sich ums Frecken nicht impfen lassen will. Ja, klar. Oder? Und die Spaltung, denkst du, die geht so schnell wieder weg? Weil jetzt ist doch schon zwei Jahre bald vorbei, eineinhalb Jahre, seit Massnahmen aufgehoben worden sind. Aber ich spüre da nicht wirklich eine Entspannung, ja, weil keine Aufarbeitung stattfindet. Es gibt wahrscheinlich harte Kerne, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Es gibt in der breiten Masse wahrscheinlich viele Leute, die einfach auch nicht mehr darüber reden und ihr Leben wieder aufnehmen wie vorher. Ich habe übrigens, wenn wir es nur auf die intellektuelle Ebene wollen, das passt gerade zu dem Thema, ich habe jetzt auch C.J. Hopkins, der Autor, habe ich gefragt, weil er ein alter Linke ist, hat es mich eben auch Wunder genommen, gerade in ähnliche Thematik, wieso denn ausgerechnet die Linken von früher noch jetzt so an der Seite vom Staat gestanden sind. Also die, die vorher All Cops Are Bastards auf Wände gesprayt haben, die sind dann neben den Polizisten gestanden bei Massnahmen-Demos und auf ihrer Seite gewesen. Das ist ja völlig absurd, ich habe das nicht verstanden. Und ich wollte von ihm wissen, als alte Linke, wie er das hat. Und er hat gesagt, ja, verzweifle ich auch fast dran, aber er hat eine spannende These. Er sagt, der globale Kapitalismus, den wir seit einigen Jahrzehnten haben, der hat eigentlich, das ist auch der frühere Feind vom Linken. Die Linke hat den Kapitalismus nicht mögen. Aber der Kapitalismus, der hat eigentlich Demokratie geschaffen, weil für den gibt es ja nur den Markt, der kümmert sich nicht um Ideologie. Und Diktaturen, Monarchien, Despotien sind schlecht für den Markt. Du willst eine offene Gesellschaft, weil nur dann klappt es mit Angebot und Nachfrage. Also, Kapitalismus hat eigentlich Demokratie geschaffen, was er sehr toll fände. Aber jetzt entwickelt der Kapitalismus eben in der Form von Pharmaunternehmen und so weiter eben selber totalitäre Züge und hilft quasi bei der Umgestaltung vom Staat in die komische Richtung. Und Gegenstimmen sind eben, ich weiss, es gibt auch Altlinke, es gibt Grüne, es gibt Esoteriker, die auch sich früher gegen Corona gewehrt haben, aber die hauptsächlichen medialen Stimmen, Politikerstimmen und so weiter gegen den Wahnsinn sind eben von rechts gekommen, von konservativen Kreisen. Er hat ihm gesagt, Tucker Carlsons von dieser Welt sind ja die eigentlich gewesen, die den Widerstand getrieben haben gegen den Wahnsinn. Und jetzt hast du als Linke ganz ein blödes Problem. Du hast den Altfeind, den Kapitalismus, und du hast einen anderen alten Feind, die Rechten. Und er glaubt einfach, die haben sich dann entschieden, ja, nein, mit diesen grusigen Rechte kann ich mich nicht gemein machen, also bin ich auf der Seite vom Kapital und dem Staat und haben sich auf diese Seite geschlagen. Was absurd ist, weil die Linke ja früher noch wirklich
Staats- und Wirtschafts- und pharmakritisch sind. Ja, genau. Aber das ist jetzt wie das geringe Übel. Dann ziehe ich mit denen mit, weil ich will ja sicher nicht mit Stricker, Milius und all diesen wüsten Rechten gesehen werden. Man kann doch auch sagen, die Linke sind jetzt einfach an der Macht. Der Marsch und Institution hat funktioniert. Und jetzt sind sie quasi darum schon staatsaffin, weil der Staat ihrem Interesse handelt. Aber ich habe einen anderen Gedanken gehabt. Ich bin ganz sicher, ob ich da mit dir einig bin, weil ich finde auch, dass normale Kapitalisten einen freien Markt oder? Aber der Grosskapitalist der hat eigentlich kein Interesse an einem freien Markt. Der Grosskapitalist hat Interesse daran, dass es Hürden gibt, wo möglichst wenig durchspringen können. Grosskonzerne, zum Beispiel der Pharma, der Andreas Glarner hat es schön erzählt, wie man Hürden erschaffen, dass gewisse Generika auf den Markt kommen können. Der Grosskapitalist hat Freude an diesen Hürden. Der will, dass der Import von Medikamenten oder überhaupt das Entwickeln von neuen Medikamenten auf möglichst viel technische oder administrative Hürden hat, damit es viel kostet, damit die kleinen Unternehmen, die es eben schwer machen können, mit Innovation gar keine Chance haben, auf den Markt zu kommen, weil es einfach zu teuer ist. Und darum denke ich, aus meiner Sicht ist eine neue Erkenntnis, erst ein paar Wochen alt, ich kann auch falsch liegen, dass der Grosskapitalist nicht ein Freund ist von der freien Marktwirtschaft. Der will genau das, was wir jetzt haben, der will eine Art eine Marktwirtschaft, die gelenkt ist vom Staat, wo Hürden setzt, und eben nur punktuell frei ist für Leute, die es sich leisten können und so den Wettbewerb verschmälern. Das kann gut sein. Ich glaube einfach, dass die These von dem Hopkins in dem Sinn stimmt, dass Demokratieförderung ist, dass du eben als Grosskapital, als Grossunternehmen, aber eben auch nicht ein crazy König willst haben, der morgen aufsteht und findet, ich verbiete jetzt alle Bananen, weil man jetzt gerade neu ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass die Willkür ein bisschen ausgehebelt ist durch demokratische Strukturen. Er hat das lange beschrieben im Essay. Das ist schon interessant. Ja. Ich bin wahrscheinlich auch zu dumm, um ihn wirklich abschliessend zu verstehen, aber es ist einfach ein interessanter Typ, der sich Gedanken macht, aber eben, die musst du ja canceln, ist klar. Das ist wirklich ein interessanter Gedanke. Das ist die Antithese, dass man vom Grosskapitalist, der nach Zeit, wenn ich den Staat kontrollieren kann, dann liebe ich den Staat. Oder? Wenn ich Milliardär bin und ich kann mit ein paar anderen Milliardären die Staaten kontrollieren, dann ist das Beste, was es überhaupt gibt. Dann machen wir die Armen ärmer und den Mittelstand arm und das Geld fließt von unten nach oben. Und alle von diesen Grosskapitalisten freuen sich darüber. Was wahrscheinlich auch passiert, ja. Es ist ein mit Inflation leider mischt, ist es ein so. Ja, wenn wir es abrunden? Unbedingt. Mit was runter? Das ist ein harter Bruch. Ich würde es abrunden mit dem Stefan Milius in der Webseite, dass man dort kann ein Abo lösen und unterstützen für einen grossartigen, tapferen Journalismus in ihrer Zeit. Mit einem Knopf auf den PayPal-Button klappt das. Gibt es auch Einzahlungsschein und IBAN-Nummern? Es gibt einen Einzahlungsschein, es super. Gibt Kaffeekasse in Euro, gibt alles Mögliche. Ja. Genau. Und, aber einen Job habe ich nicht, Hütli habe ich keine und so. Genau, die habe ich unter stricker.tv, können wir auch noch zeigen. Ist schön, wie abgesprochen. Genau, danke. Wer findet Stefan Milius, dem geht es schon zu gut. Der kann den Stricker unterstützen. Ich bin besonders stolz auf den Mohrenkopf rechts. Das ist der Kopf ohne Namen. Ich habe jetzt überlegt, Mohrenkopf darf ich nicht mehr sagen, aber ich darf schreiben Schockikopf. Aber Schockikopf ist auch ein bisschen mutig. Darum habe ich gefunden, ist einfach der Kopf ohne Namen. Ja, und eben ein T-Shirt, das Buch der Schande, 10.300 Mal verkauft. Natürlich, so könnt ihr mich unterstützen mit auch über IBAN und so weiter. Aber, in wie viel X hast du das T-Shirt mit dem Mohrenkopf? Da müsste man gerade schnell anklicken. Vielleicht hätte ich noch eins im Stricker-Shop da, müsste ich gerade schauen. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir über XL haben. XXL. Ja, XXL passt. Wir haben sogar ein XXXL, aber da musst du noch ein bisschen essen, musst du noch viel Mohrenköpfe essen. Nein, das ist okay. Das ist okay. Corona hat mich wieder 20 Kilo schwer gemacht. Ich muss ja schauen, ob wir noch eins haben für dich. Super, könnt gerne mich unterstützen, aber vor allem den Stefan Milius. Nicht, weil er es mehr braucht, aber einfach, weil er den längeren Weg hat, um da hinzukommen. Ist das perfekt. Diplomatisch schön formuliert. Super, dann danke fürs Einschalten. Jetzt heute Abend nochmal zwei Gäste und dann gehe ich ins lange Wochenende. Ich bin Regisseur gerade in die Ferien. Da gibt es etwa 12 Wochen kein Interview mehr. Danke fürs Kommen und danke dir. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei der Wahl. Merci.